Das wird was hier. Wir machen mal wieder Eisendrache Easter Egg. Warte mal, ey, hast du das, ist Eisendrache hast du noch nie gespielt, meinst du eben, oder? Ich habe hier einmal gespielt, aber das Easter Egg noch nicht. Ja, guck, ey, du kannst dein erstes Mal Easter Egg können wir zusammen machen, wenn du willst. Obwohl, ich kann sehr eigentlich gerne, alles innen und auswendig. Das ist auch. Ich sag dir nur, was du machen musst und du musst versuchen, das einfach nachzumachen, was ich dir sag. Kleine Challenge. Alles klar, okay. Das wäre auch mal eine Idee. Das wäre eine Idee. So, ich mache mir jetzt noch die M16-Klasse. Boah, das ist jetzt voll oder das einfach auf den Chat reagieren, auf die Leute im Discord. Ja, ist immer ein bisschen viel. Das ist schwierig, ne? Aber ich versuche jetzt. Ja, ist auch meistens so, wenn ich mit anderen Leuten streame, dann auch weniger Chat-Interaktion, weil, beziehungsweise ja. Wenn mehrere Streamer da sind, mache ich auch dann, meistens dann weniger Chat. Dann soll es Unterhaltung sein. Yes. So. Ja, Yassin, ich hatte das vorhin, das Easter Egg hatte ich vorhin bis zum Finale hinbekommen, soweit. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, wie ich es halt machen kann, weil ich habe eben versucht, den sofort mit einer vollen Karacho-Ladung quasi wegzuballern. Und du kannst ihn halt öfters niederschießen zum Beispiel auch und dann immer wieder ein bisschen Schaden machen, das geht auch. Also ich habe es bisher immer auch sehr gehetzt. Aber mal gucken. Also wenn wir es heute hinkriegen, die haben es gestern hinbekommen, will ich es auf jeden Fall nochmal solo machen, vielleicht sogar morgen direkt. Mal gucken, Chat. So, rein da. So, hört man mich wieder? Hallo? Jo, man hört dich. Perfekt, gut. Bei mir funktioniert der Button. Das ist gut. Bei mir funktioniert das nicht, wenn ich in-game, also wenn ich push-to-mute funktioniert nur, wenn ich außerhalb des Spiels bin. Ah, das hatte ich aber auch eine Zeit lang irgendwie gehabt. Woran liegt das? Ich habe das woran keine Ahnung. Das kann ich dir auch nicht sagen, du. Woran es gelegen hat, das fragst du dich immer. Das ist nämlich doof. Hey, wieso spielt ihr keine Carve? Warum spielen wir M16 anstatt die Carve? Keine Ahnung. Was ist die Carve? Die Carve ist die G11, sage ich jetzt mal. Was ist passiert? Ja, ich bin zu spät gekommen und ich kann meine Klasse nicht wechseln. Ich laufe mit einem Messer rum. Kannst killen oder sowas. Hast du ein Blueprint für die M16? So ein Custom Blueprint, wie ich dir das gesagt habe letztens? Dann kannst du den M16. Oh, ich bin gleich schon Step, Bro. Kann auch neu starten einfach sonst. Kannst mal eben neu starten, weil ich kann meine Klasse nicht oder wechseln. Oder du kannst dich killen lassen. Stimmt. Das ja, dann auch. Kannst du dich einfach killen. Du kommst doch nach einer gewissen Zeit wieder, ne? Ja, noch einer. Lass mal einen Zombie übrig, bitte, für mich. Chat beschwert sich gerade, dass ich nicht auf die treuen Zuschauer reagiere. Ich bin schon so abgehoben. Ey, Digga, einmal. Lass den doch mal! So, hier sind wir noch Hunde. Ich einen guten Stream und ich bin abgehoben. Oh mein Gott! Easy, weg mit dem. Aber wir könnten eigentlich eine Wette machen. Jetzt mal wirklich. Oh ja, bei mir auch. Und, please, unter Chat. Unter zwei Stunden. Sollen wir beide machen? Die Wette? Ich würde es einfach. Okay, ja, gut. Wir machen beide die gleiche, weil wenn ich jetzt sage, schaffen wir das Easter Egg, wäre ein bisschen unter zwei einfach. Ist, schreiben die so, ich bin abgehobener als Mond. ist Bakerolls da oder ist Nick Ben da? Feind ausgelöscht. Sorry, Peter, so, wir können nicht Nebenmission hier nachher mal spielen. So, jetzt muss er einmal down gehen. Wie lange dauert das, bis einer dann respawnt eigentlich immer bei Outbreak? Oh, gute Frage. Okay, Nick, Ben, Bakerolls, könnt ihr eine Wette machen, Isaac in unter zwei Stunden, also 23.15 Uhr, dieses Mal so. Schaffen wir das Easter Egg oder nicht? Ist schon irgendwie eine Info zum Weltrekord hiervon? Boah, schwierig. Auf jeden Fall können wir ja eigentlich relativ schnell hier die, ich würde immer sagen, schnell die ganzen Aufgaben machen. Drache, Blitz und Kugelkopf. Ja. Ich würde halt den Kill-Aufgabe zuletzt machen, wenn er wieder auf der Map ist. Okay. Kriegt er direkt einen Perk mit. Sollen wir erst einen Drachen machen? Ja, dann let's go. Was ist denn der? Alex, was hast du für eine Tarnung drauf? Das ist einfach die goldene, dachte ich, oder nicht? Achso, ich hab die nie aufgemacht. Ich hab die auch irgendwie noch auf ein paar Waffen. Da wollte ich da mal flexen mit. Oh mein Gott. Ich hab die gar nicht drauf oder noch nie auf eine Waffe getan, nee. Deshalb frage ich, was das für eine ist. Aber ich glaube, das ist noch irgendein Blueprint mit dran. Das kann auch sein. Ich kenne mich mit diesem Kamo-System überhaupt nicht aus.
Ich bin sofort wieder da. So, ich bin beim Eisendrachen dran. Hast du noch nicht Dark Aether gemacht? Nee, ich hatte es eigentlich vorgehabt, aber dann hatte ich irgendwie die Lust verloren an dem Game an sich. Das kann ich auch verstehen. Aber ich habe es mir angetan. Das war meine Motivation, Dark Aether und Dark Matter zu grinden und dazu dann Videos zu machen. Na, ich dachte mir, so im Stream wäre das bestimmt ganz cool. Also so zu Doppel-XP war es auch mal ganz nice und auch mit Leuten zu zocken dann. Aber so irgendwie ist es halt am Ende nur, rennst du halt im Kreis und ballerst halt die Zombies so lange ab, bis du eine neue Tarnung hast. Du musst dir vorstellen, das habe ich alles off Stream und einfach so gemacht. Das ist so crazy gewesen. Ich habe meistens immer jeden Tag abends 2 Stunden einfach Zombie gespielt, um nur dieses, um diese Tarnung freizuschalten. Was geht? Haki. Nee, ich habe das mittlerweile nicht mehr so, dass ich dann da irgendwie so reinsuchte in die Games. Ich hab auch, ich denke auch immer bei FIFA so, ja, ich habe eigentlich jetzt so gute Spieler teilweise, die ich die ganzen Jahre haben wollte. Und ich spiele aber kein FIFA, muss ich eigentlich mehr machen, aber es steht halt immer noch seit 3 Monaten irgendwie ungenutzt rum, FIFA. Ach, also das hast du einmal angespielt und dann gar nicht mehr wirklich. Nee, echt so eine Phase, wo ich das richtig reingesuchtet habe. So diese erste, ich weiß nicht, ob die Icon-Swaps was sagt. Ja, oder Icons. Ja, ich habe zuerst einen Icon-Swap, habe ich halt mit Icon-Pack mir erschwitzt. Und ein Eusebio gezogen, einer der krassesten Spieler, die man wahrscheinlich ziehen kann aus solch Packs. Boah. Und ich dachte mir, ja geil, Alter, Weekend League reinpushen, Weekend League gespielt, die Gegner absolut hops genommen, wirklich mit, wie heißt es hier, Around the World oder sowas? Nee. Nee, nicht Around the World, diesen Flick einfach. Mit der Hacke hinten rüber, so bin ich an Keepern vorbei in der Weekend League einfach. Ich dachte mir, Digga, also jetzt FIFA-Zeit, let's go, also jede Woche rein. Hast du richtig reingeschwitzt. Nee, ich habe eine Woche gespielt und habe keinen Bock mehr gehabt. Und dann ist das halt FIFA. Ja, aber Weekend League war eigentlich ganz cool. Die Abfuckrunden waren immer ganz normale hier Rivals, fand ich. Boah, aber FIFA ist doch mittlerweile noch mehr Schwitzerei als COD. Das sowieso. Rivals FIFA war aber richtig schlimm, immer in der höchsten, also in Liga 2 oder 3. Wirklich jedes Game ist schlimmer als Weekend League da. FIFA hat mich gar nicht mehr gecatcht, seitdem das so extrem Pay-to-Win war, ey. Ja. Also ich hab's gerne, Trading hab ich geliebt. Also da habe ich mir auch, ich weiß sogar, ich habe mir auch ganz random, glaube ich noch bei FIFA 20, da hatte ich einmal noch eine Xbox, habe ich ganz random mir 1 Million da traded, immer mit der Companion-App und keine Ahnung und nur am PC eigentlich. Ich habe eigentlich, ich glaube, 5 Spiele gespielt, mir 1 Million da traded und dann nie wieder FIFA gespielt. Ja, das war echt viel so. Auch irgendwie ein FIFA-Trader, der macht auch ein paar Videos, die habe ich jetzt irgendwie auf Twitter mal ab und an kurz geschrieben, er hat eigentlich gefühlt kein FIFA gespielt, aber er hat irgendwie 50 Millionen gehabt und dann hat er sich jetzt irgendwie aus diesen Prime-Moments-Spielern ein komplettes Team einfach gebaut und fängt jetzt erst gefühlt an zu spielen. Das ist... So viele Coins, Alter, ich hätte schon komplett reingesuchtet, glaube ich. Leute. Alex ist lauter als du, mach Ticken leiser. Okay. Warum habt ihr so einen Namen? Wie meinst du? Hm? Was sagst du? Meinst du jetzt mich? Nee, der Chat hat vorgelesen. Ich habe den Chat gerade vorgelesen. Sollte dich etwas leiser machen. Pink, blau und so? Also die sind immer farblich markiert. Soll ich mal eine kurze Killaufgabe? Ja, kannst du machen. Ich bin hier bei der Brücke direkt. Armin joint uns gerade. Wie war dein Tag? War krass, super Ingo. Ich muss erstmal klarkommen. Ich hab dann direkt. Ich hab einfach bis halb oder kurz vor 2 oder so gepennt. Das war voll komisch. Und dann habe ich 2 Stunden oder 3 Stunden lang das Video geschnitten. Ich wollte das eigentlich heute Abend als Premiere hochladen. Aber das Rendern hat übel lange. Rendern übel lange, Upload übel lange und dann Verarbeitung. Die ist, glaube ich, immer noch nicht fertig. Also YouTube-Verarbeitung. Und jetzt ist wieder einer rein, John. Ich habe eben auf 3 gestellt sogar. Echt? Ist Armin. Warum ist denn der? Ja, ich wollte sagen. Den hab wie konnte er da. Also, ich habe meine Privatsphäre eigentlich auf nur 1. Lol. Das kommt auf den Party-Host an. Können wir die Leute noch rausschmeißen hier? Was ist hier los, du? Schlingel hier. Der Armin bei mir aus dem Chat hat sich hier rein. Hä? Wie konnte der Armin jetzt reinjoinen, frage ich mich. Du hattest Privatsphäre nicht auf Einladung. Ich konnte dir auch nachjoinen vorhin in der Lobby. Ach, ich habe das eigentlich immer auf Privat. Vielleicht wegen gestern Abend auch, weil wir gestern die Leute eingeladen haben. Ja, wobei. Naja, komisch. Keine Ahnung, egal.
So, sollen wir den Boss machen oder erst den Ich bin Blitz? Hier schon bei. Achso, ja, ist stimmt. Vollkommen vergessen. Ist ja, ey. Könnt ihr alle von mir weg, ey. So ist besser, Makerolls. Ey, sorry, wenn ich nicht so sehr auf den Chat reagiere. Aber ich hab halt Jugger. Oh, ich hab Jugger. Let's go. Ich hab keinen Push. Ah, ich muss auch mal ein Stream Deck, muss ich mal nochmal rüberpacken. Kannst halt bei den rein. Noch nö. Noch mal so. Ey, und so. Das Auto ist ein Lowrider. Das Auto ist im Boden gestuckt. Moin Blood Dragon, was geht? Random. Oh mein Gott. Freezy Chat allgemein. Erstmal moin nochmal an alle. Wir machen heute nochmal Easter Egg Time mit dem Meberson. Ich weiß nicht, warum der Armin jetzt nicht quittet. Was ist denn los hier? Hey, hey. In der Challenge? In der Challenge macht man sowas nicht. Also an sich, beziehungsweise ich kann eigentlich mal mein Mikrofon, glaube ich, reicht. Ich habe nämlich, Alex, ich habe nämlich so mir die dumme Idee gehabt für 2000 Kanalpunkte Liegestütze, 2000 Kanalpunkte Crunches und 2000 Kanalpunkte Squats, damit ich ein bisschen mich mal bewege. Fit Aber Challenge. Das war eine doofe Idee. Fit Challenge einfach. Genau. Mods geben ihm seine Punkte zurück. Okay. Insta-Kill. So, aber ich schnapp mir direkt mal Stamina ab. Danke, Nick Ben. Yikes. Ah. Boah, ist schon warm. In der Nähe bin. Gesehen, wie ihr gestern verkackt habt. Sehr schön, Yasin, sehr schön. Danke, dass du mich dran erinnerst. Boah, ey, Noah Jay, der hat auch so heftig reingeschissen. Der tat mir irgendwann leid. Wie oft hat der das denn machen? Ich hab das gesehen. Mal geschafft? Ich glaube, beim vierten Mal ist er auch noch gefailt sogar. Nein! Der hat wirklich zweimal haben die das zu viert gemacht und dann hat er das zweimal alleine probiert. Ja, hier ist eine Rüstung bei mir. Der hat noch nicht, man will noch eine. Ich musste gerade Wassermarsch noch, machen. Aber wieder. Ihr könnt euch gerne gönnen. Ach, ich mach. Ich weiß nicht, Wassermarsch wollte ich noch machen. Ja, ich habe schon Rüstung bekommen. Nice. Ich mach kein Wassermarsch mehr, wenn. Oh Mann. Rein hier? Oh ne. Hier warte ich schon. Ja, wirklich, hier ist sogar, warte mal, noch dieses Portal oder was auch immer das ist. Wie sieht's mit dem Friseur aus? Sollte ich mal wieder gehen oder was? Oder die Ätherkugel. Let's go! Let's go! Rein in die Kugel. Macht mich mal auf den Weg zum. Wurde auch gefällt, das ist halt richtig schwer. Ich wollte dir was Gutes tun und ich sterbe. Oh. So, Freunde. Aber unter 2 Stunden müssen wir mit Sicherheit schaffen. Ich weiß gar nicht, wie die Leute hier gewettet haben. Weil letztens, ich glaube, gestern haben wir nämlich noch voll lange gesucht, immer yes. In den ersten 2 Runden, ob wir da das Radio schon finden können, aber es ist ja safe, dass man es erst in Runde 3 finden kann. Ja, jetzt sind auch die Steps sozusagen ein bisschen klarer, was man machen soll. Ja, dann aber es war schon ganz cool, finde ich, das heraus, außer dass natürlich die Affen uns so lange Zeit gekostet haben. Also ich habe es nur von ein paar Leuten immer im Chat gehört, dass du auch immer bei den Affen, dass du auch so lange bei den Affen Steps rum warst, weil man einfach nicht sicher war, ja, braucht man die jetzt? Wie viele sind das? 4? Sind das 5? Wir haben so lange für den fünften gesucht und es gab gar keinen fünften. Ja, es gab gar keinen fünften. Und dann war es für nichts. Ich darf mal hier den Zeugs. Verweigerung. So, was haben wir denn hier? Helikopterschützen. Hier ist noch ein. Aber warte, bevor du verweigerst, kann ich noch einmal punchen. Ja. Ich bin direkt hier am Start. Schau mal hier die Pistole. Nicht mehr durchgehend über 100 Zuschauer, Alter, weil das gestern einfach nur krank war. Ich bin gerade auch sehr baff, dass 30 Leute oder so am Start sind. Das ist crazy. Nicht starten, ja. Wieso kann man eigentlich nicht durch Stein, die steinharten Gebüsche laufen? Ich weiß auch nicht. Es ist ein bisschen unrealistisch, dass man nicht durch steinharte Gebüsche rennen kann. Steinharte Gebüsche? Wichtige Objekte hier, die Gebüsche. Du kommst nicht mal mit dem Auto durch. Geht? Haare sind sehr lang. Ach, die gehen noch ein bisschen. Die können noch 3 Monate sprießen. Nur Schaden gegen Boss gemacht. Ja, ich habe auch schon gesehen, die Wunderwaffen irgendwie bringen nicht so viel, habe ich das Gefühl. Also ich habe mit der Ray-K heute reingeballert und das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Wie viel Schaden hat die gemacht, die Ray-K? Ich
nicht, wirklich nicht viel. Also ein Sturmgewehr oder mit einer PPSH machst du, glaube ich, mehr Schaden pro Sekunde auf jeden Fall. Wie viel hatte die M16 gemacht? Oh, weiß ich gar über nicht. Über 1000, glaube ich. Ja. Oh, okay. Die hat auch noch einen Six-Burst, oder? Wenn ich, ja, wenn ich, ja. Oder nee. Ich hatte die auch auf Gold und dreimal... Okay. Ich hatte PPSH, die war eigentlich gut, hat immer 600 Schaden gemacht, aber hat halt so geballert wie sonst was, ne? Das Ding ist ja geistkrank gewesen. Ja, gestern war echt wild, Freunde, gestern war wild. Also ich habe das Video dazu, kommt dann morgen wahrscheinlich um 11 oder 12. Turn up! So lang. Bleiben die denn hier? Gar keinen Bock, die Zombies irgendwie. Ne, Mr. Sale. 200 wäre zu krank. Ah, Juli, keine Ahnung, du. Ein bisschen Lust, vermutlich. Läuft mit einem Raketenwerfer rum. So. Wenn nicht, dass der uns da, weißt du, jetzt irgendwelche Easter Egg Steps da gleich versaut, weißt du, wenn wir da zur Tür hoch müssen, dass der sich jetzt einfach querstellt. Ja, nee, Armin, das, der müsste eigentlich, ich kenne den noch, also ich habe einmal mit ihm gezockt. Der sollte okay. Jetzt eigentlich nicht Blödsinn machen, der ist halt okay. Nicht komplett random, sag ich mal. Okay, hoffen wir es mal. Nee. Was ich übel witzig finde, ich war noch auf Reddit unterwegs. Erst heulen die bei Firebase rum, dass das Easter Egg zu einfach, der Bossfight zu einfach ist. Jetzt heulen die bei Outbreak rum, dass der Bossfight zu schwer ist. Ey? Also, ja, ey, das ist. Also, na, es ist halt. Es ist ja unnötig. Also, ich finde, das Easter Egg hat unnötige Zombie-Steps irgendwie, dass du zu viele Zombies einfach hinter dir hast für irgendwelche Steps. Das sind super einfache Steps. Das ist kein komplizierter Ablauf. Das ist. Für mich einfach ein gigantisches Fallen-Step-Easter-Egg, so vom Spaßfaktor, schon fast. Also so nur halt mit einer Milliarde Fall Zombies hinter dir. Ja. Also ist schon schwer, aber halt eher schwer, weil einfach nur Zombies dabei sind und nicht, weil die Easter-Egg-Steps jetzt sonderlich viel denken oder ja, viel so Geschick viele Steps brauchen. Sind das ja auch ja, eben. Gar nicht, ne? Wenn man mal vergleicht mit dem, mit anderen Easter-Eggs, ist es jetzt nicht wirklich... Ja. Umfangreich, aber es ist schon besser als Firebase. Ja, das muss man schon sagen. Es ist nicht weiß schwer, es ist einfach zeitaufwendig, ja. Weil du halt wirklich erstmal spielen musst, um überhaupt da was machen zu können. Es hat auch mehr damit beschäftigt, quasi einfach nur von Zombies wegzurennen und dann irgendwie. Doch, was geht. Weißt du, wenn du halt 10 Minuten rennst, dann hast du vielleicht nicht mal eine Minute Easter Egg Interaktion, weil du halt immer so einen Bruchteil von der Sekunde da am Affen vorbeirennst, zum Beispiel, weil du halt 30 Zombies hinter dir hast. Aber man muss schon sagen, dass es geil war, dass es so eine Location war, so eine eigene Easter Egg Location und war schon cool. Ne? Ja, das ist cool. Gucken, ob sowas nicht mal als Map irgendwie kommt, vielleicht. Ja, das hat mich aber auch echt gewundert, dass die da noch so eine eigene Location dafür gebastelt haben. Dann der Bossfight war auch episch. Vielleicht für die nächste Warzone Map. Es sitzt einfach dafür. Hast du schon diesen? Es gibt ja Battle Royale für Cold War jetzt so mehr oder weniger. Naja, eigentlich ein Battle Royale Abklatsch. Ach, dieses Feuertrupp. Ja, ja. Habe ich noch nie gespielt tatsächlich. Auf Wish bestellt sein. Nee. Also richtig. Wo hast du denn auf Wish bestellt? Wir machen gerade das Easter Egg, ja Mann. Der Alex muss das noch machen. Ich hab's natürlich mir aufgespart für einen spannenden Stream, meinte ich. Aber Solo wird echt eine Herausforderung. Vor allem für mich irgendwie diesen Affen zu fangen, das war für mich irgendwie nicht möglich. Ich fand Solo, den Affen zu fangen, fand ich gar nicht mal so schwer. Also du musst halt wirklich einfach nur um dein Leben sprinten in den Bereich die ganze Zeit. Aber sind da nicht dann auch permanent Zombies, die dir richtig aufs Ei gehen? Ja, das meine ich. Du rennst halt eigentlich nur im Kreis und hast dann wirklich einen Bruchteil von der Sekunde eigentlich wirklich einen Easter Egg-Step, den du dabei machst. Das ist wirklich, du rennst im Kreis und kommst kurz vorbei an diesen Schacht und dann wirfst du was rein. So ist das eigentlich die ganze Zeit. Okay. Auf jeden Fall gepatcht wird, ist die Zeit für die Aktivierung, weil die ist Solo auch 30 Sekunden. Ja, da musst du Aetherschleier doppelt haben. Also einmal hat bei mir gereicht, aber ich glaube, die meisten müssen mit Doppel dann schon fast spielen. Noah hat das gerade so hinbekommen, ohne irgendwas. Hat er die ganze Zeit Solo gespielt, Noah? Die
Letzten zwei Spiele. Ich bin ready. Ja, ich war auch so ready. Ich bin einen geilen Stream von gestern. Bin eingepennt, hab vorhin nochmal reingezogen. Ey, vielen Dank, das war echt krass, das war echt krass. Und wir haben es geschafft, wirklich den Typen dann noch zu besiegen. Schon sehr, sehr geil. Ja, mal gespannt, ob das wir den kriegen. Dass man das Funkgerät erst in der dritten Welt finden kann, ja. Der Kay, ach, das bist ja du. Ja. Wie spricht man es aus? Kayla? Kayla. Nein, Zephirla, der heißt Zephirla. Der Zephirla. Ich nenne ihn mal Zephirla. Moin. Mache ich jetzt auch der Zephirla. Vielen Dank für dein Sub. Kuss, geh raus. Muss man ja machen. Na, Manta rochen. Das geht. Master, heute nicht. Heute nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Sorry, was geht? Was geht? Chat, ich bin wirklich guter Dinge. Also vom ersten Gespräch, jetzt bin ich hier muted für die, vom ersten Gespräch bin ich sehr guter Dinge. Es wirkte so, als ob sie Ahnung haben. Irgendwie ja, das ist jetzt die Frage. Jetzt klären wir eine wichtige Frage. Was passiert, wenn wir in Ruka Runde 2 sind? Das ist Ready? Jetzt die Frage. Weil ich glaube, man sonst wird das wirklich Level Stufe 7. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, man kommt aber automatisch nach dem Step dahin. Das werden wir jetzt herausfinden. Das wird ja, auf jeden Fall Experiment, sein. Leute. Live-Experiment. Ja, haut alle eure Subs rein, was wir vor euch riskieren. Da freuen sich die Leute, die auf unter 2 Stunden gewettet haben. Wenn das in Runde 7 ist, wird kritisch. Also, ihr könnt eine Runde überspringen, indem ihr den. Kommt so oder so zu Ruka. Wir wollen keine Runde überspringen. Wir wollen keine Runde überspringen. Man kommt wohl zu Ruka, meinte Juli. Der hat das vorhin gemacht. Was sagst du? Ja, okay. Das ist eh nicht gehabt, quasi. Mach den Dimensionsdisruptor einsatzbereit. Dann. Aber was sicher ist, sobald du halt diese Filme in den Projektor einlegst, das teleportierst du das nächste Mal nach Ruka. Egal. Egal welche? Egal was. Ja, und Projektor gibt es, glaube ich, auch überall. Dann ist es doch easy, dann. Also, weil das ist wirklich gezwungen, die. Hat jemand schon die Zahl abgeschossen? Ja. Ich mach den hier im Haus, diesen 2. Oh, keine Ahnung, Step Bro. Step Bro. Kann ich so von dem? Oh mein Gott. Ich glaube, oben sind auch welche. Weißt du, da hinten sind. Chill doch mal viele hier, Mengler. Alle sind, wenn wir mit 4 Spielern hier sind. Wir sind schon einige. Den Kristall einfach nicht gesehen. Boah, wir haben echt viele jetzt schon abgeschossen. Hier in der Hütte einer. Ich hab da hinten eigentlich alle. Hier hinten? Hier einen da. Alex, oh, haben wir einen? Und habt ihr es euch gekrallt? Alex hat sich's gekrallt. Achso. Ach, oh, verdammt. So droppt er nur eins? Ja, du droppt nur eins leider. Wir haben Affen gefunden. Wow, Leute. Aber den brauchen wir eh noch nicht. Ey, das mit den Affen. Ey, wie oft wir dieses Wort Affe gesagt haben, ne? Bei dem Easter Egg. Noch ein Easter Egg machen wir jetzt. Moin Devin, was geht? Sorry, dass ich zu spät reagiert habe. Ah, Markus, sorry, ich bin heute schon wieder richtig AFK gewesen, Gefühl vom Brain. Ich habe mich direkt rangesetzt, also ich hatte morgen Calls gehabt, aber dann habe ich mich direkt rangesetzt ans Easter Egg. Ich bin kläglich gescheitert und dann hing ich hier auch so halbwegs auch nur noch irgendwie am Stuhl und war eigentlich Brain AFK für den Rest des Tages. Aber dann habe ich mir irgendwie noch gegen 18 Uhr Kaffee reingeballert und ich bin wieder hellwach. Also Leute, Easter Egg machen wir bis um 0 Uhr jetzt. Ah nee, ist ja nicht so lange hin. Ja, bis um 4 Uhr, let's go! Du bist jetzt richtig hyped. Danach direkt solo wieder. Noch ein Liter Kaffee reinballern. Nach dem ersten Versuch, ich war einfach so eine Leiche und dann habe ich mich einmal wieder erholt und dann war ich auf einmal so, ich hätte noch so lange machen können, aber ich musste irgendwann pennen. Ich hing ja, also bis 4 Uhr habe ich noch das andere Video quasi fertig gemacht. Ich wollte einfach, hab's nur rendern lassen und dachte mir so, ja komm, ich lasse rendern, lade direkt hoch, aber da habe ich halt gemerkt, dass ich noch kodieren muss. Das Video sofort aufnehmen, dann dachte ich, Junge, könnt ihr schlafen? Ja. Das sind doch mal wichtige. Dafür kommt das Video dann leider heute nicht mehr, aber morgen früh ist auch nicht verkehrt. Ja, ich mache auch morgen meinen Guide quasi fertig. Ich habe jetzt schon angefangen, ich habe das meiste Gameplay, mir fehlt halt noch der Endfight im Endeffekt und ich will jetzt noch die Locations noch mal besser machen von den Projektoren. Okay. Ja, ich hab kein Gameplay ohne Facecam, das ist das Problem bei mir. Ja, ich habe halt auch das Easter Egg deswegen auch nochmal solo gemacht. Damit ich jeden Step quasi nochmal gefilmt habe.
Weil ich kann irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das aufnehme, die Facecam aufnehme und gleichzeitig Gameplay. Das würde mein PC von der Leistung her hinbekommen. Aber zweimal OBS, dann kann ich ja, nicht du kannst zweimal ja theoretisch, Spielaufnahme. Du kannst ja theoretisch, weiß nicht, Nvidia oder sowas laufen lassen. Ja, dieses Nvidia darauf Shadowplay. Hat mich der Defiler gebracht, ja. Das habe ich auch immer laufen, falls immer so ein witziger Bug oder Glitch ja, passiert. Ich glaube, das muss ich machen, was? Weil das wäre... Bugs oder Glitches in Cold War? Ja, also ein Animationsbug oder so. Weil irgendwas im Spiel passiert ist. Oh, was immer so geil ist hier im Outback, wenn du so einen Mangler gekillt hast und auf einmal irgendwie durch die Gegend fliegt. Das habe ich so häufig. Wir hatten auch gestern noch so einen Megaton, der durch die Wand geglitscht ist. Ja, irgendwie. Durch den Boden. Ja, hier habe noch einen Helikopterschützen. Okay. Aber wir müssen noch da oben den... Noch ein Napalm sogar, aber... Ja gut, ihr seid so weit weg, da braucht ihr gar nicht hin. Dedox, was geht, was geht? Der Helikopterschützen kriegt man nicht. Ich, jetzt habe ich den einen nicht mitgenommen. Wie wir es aber hier am Anfang noch gesagt haben, das habe ich sogar reingeschnitten, dass hier bestimmt irgendwas ist fürs Easter Egg, dass man da runterfahren kann. Also ich gehe schon mal zur Killaufgabe. Jo, ich komme auch. Pushen wir direkt durch. Let's go. Let's go. Let's go, Freunde. Aber das schaffen wir sicher. Also das Einzige, wo wenn wir halt am Bosskampf scheitern, dann schaffen wir es nicht vor 2 Uhr. Vor 2 Uhr, sage ich. Vor 2 Stunden, so. Macht ihr da den dicken Boss schon? Ich bin irgendwie dran vorbeigefahren. Die geile BO1-Musik, ey. Ich will, dass ihr alle tötet, die hierfür verantwortlich sind. So, ich hab mal so läuft jetzt ein bisschen auch. Besser. Ach, Stürme und Mengen, das gespawnt. Warum hat man eigentlich auf Pesthunde Feuer-Elementarschaden und auf die Megatons Blitz? Das gibt für mich irgendwie keinen Sinn. Die sind doch beide so ein Gift. Okay. Na, ich vermute Stimmt mittlerweile, schon. Dass die Entwickler die eigenen Spiele nicht spielen. Okay, das kann natürlich sein. Mach irgendwas. Irgendwas machen, das denke ich mir manchmal so echt. Wir kämpfen gegen Zombies in irgendeiner mehreren dimensionalen Welt und erfragst du noch nach Sinn. Bruder, Speedgola, let's go! Oh, wir haben einen Sniper. Will einer hier meine Pistole mitnehmen? Die sieht... Oh, shit. Falsche Taste. Wenn Sniper da liegt, muss ich Sniper mitnehmen. Warum? Welche Sniper denn? Ich hab die Tundra. Hab ich gestern gequickscoped die ganze Zeit. Hab ich Sniper-Montage gefühlt in den Zombie-Mus gemacht. 360s vom Dach und sowas. Mit der Schweizer macht das so Bock. Die Schweizer? Das neue Waffe? Die neue Sniper. Achso. Ja gut, ich hab in der Season habe ich nur einmal, als die rauskamen, die Season einmal kurz gespielt und dann gestern erst wieder. Schon episch mit dieser Musik hier auf dem Bike. Die Zombies juckt's gar nicht, dass ich hier chille. Die Zombies juckt's gar nicht, dass ich hier chille. Hä, was geht bei denen ab? Oh mein Gott. Ist schon episch, oder? Warte mal. Bleib mal hier sitzen, so. Wenn ich jetzt runtergehe. Ah, jetzt greifen die mich aber an. Jetzt, ich glaube, weil die auf dich fokussiert sind. Das Musikevent kam bei mir. In Runde 2 hab's nicht gemacht, seitdem. So, sehr gut. Dann machen wir das mal. So. Das Musikevent. Was für Musikevent? Das mit den Transmittern wahrscheinlich, mit den Radios. Das sollte eigentlich immer nur in Runde 3 kommen. Ja. Nee, die. Also ab Runde 3. Ach so. Für die Kassette, das spawnt random, aber halt für das Easter Egg, das spawnt erst Runde 3. Ach so, ja, da ist ein Unterschied, genau. Es gibt einmal dieses Radio, wenn unbekanntes Signal ist halt fürs Easter Egg und die Radiotransmitter sind in, die können random kommen. Vielen Dank für dein Follow, Fumido, was geht, was geht? Battleland, was geht? Ich hab das Easter Egg geschafft, Freunde, ich hab's geschafft gestern. Oh, Monkey? Weil ihr beliebt habt. Beliebt, Mann. Die haben echt, ey, ich hab's am Ende so hart gefühlt, das war einfach so ein schöner Moment. Einfach dieses, als wir den da down hatten, ey. So, ich komme mal zu euch.
alles abgesucht. Es gibt festgelegte Plätze bei diesen Easter für die Radios. Es gibt nur einen Platz in Runde 3. Jeder Map die gleiche. Also ich habe, glaube ich, weiß nicht, von Mr. Dale Typen da, der Zombie, der ganz groß. Dalek, genau, Dalek. Vor dem habe ich, glaube ich, den Guide heute geguckt. Ja, ich kann den nie, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Auf jeden Fall von Let's dem habe ich das gesehen. Und es soll wohl immer an derselben Stelle in Runde 3 sein. Es gibt nur einen Spot davon halt. Genau, ein Spot. Guck dir am besten das Video an und bald kommen wahrscheinlich dann die Guides von entweder von Alex. Ich weiß nicht, ob ich noch einen mache. Ich muss mich auch solo dran setzen, um das Gameplay zu erspielen. Ja, zum Beispiel, also ich habe ja eigentlich das Endfight habe ich ja soweit. Ich muss halt nur diesen letzten Step machen, sozusagen. Den kann ich ja einfach jetzt aus dem Stream bei mir nehmen. Ach so, ja, mit Live Rage. Also wirklich die anderen Steps mit dem Affen zum Beispiel, ist immer so hetzig im Stream gewesen. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann zeige ich das mal in Ruhe. Das kann ich mir vorstellen, weil man will dann gutes Gameplay liefern, um das. Aber dann, weil im Endeffekt gucken sich das Leute an, die wirklich dann nicht so viel Ahnung von dem Ding haben. Und dann, für die muss sie checken, so das vielleicht nicht halt in der Geschwindigkeit. Genau machen, ne? Ja. So, ich nehme mal eine Munitionsvariante mit. Ich kann punchen. Ich laufe hier ein bisschen lost rum. Lost? Bist du komplett hängen geblieben auf Cold War? Ja, Eggy, Cold War macht halt Bock. Winter, was geht? Bist du hier am Snipen? Trickshot. Du kannst aber mit der Magnum, die du mir hier gegeben hast. Ah, ne, das ist die 1911er. Der kannst du auch aussnipen. Theoretisch ja, aber ich muss oldschool bleiben. Oldschool. No-Scope. Oh, ich hab ihn genoscoped! Ja, Mann. Holy shit. Tommy. Alex hat mich gestern Abend geradet und jetzt spielen wir mit dem das Easter Egg. So schnell geht's. So, ich einmal raus hier. Let's go. Kommt hier für wilde Musik immer, ey. So, kann ich mir noch einen Perk holen? Hä? Ich bin einfach ins Auto eingestiegen und mein Visier hat sich geändert. Klassiker. Dafür sind nicht. Autos da. Ich bin ready. So, ich bin auch soweit ready. Wie findest du eigentlich Cold War Zombies? Es ist besser als nix. Immerhin Content, nein. Meinten wir auch gestern. Immerhin Content, ja. Immerhin Content. Ich habe immer noch die Soundeinstellung so ein bisschen komisch von gestern. Wenn man den Dialog so laut hat, dann sind die Mimics so richtig laut, wenn die verrecken. Und als diese 30 Mimics da kamen, ey, das war so schlimm. Oh, das bei Solo, wirklich, du kriegst da einen Herzinfarkt, wenn du in diesen Raum reingehst. Wow. Ich dachte erst, mein Spiegel buggt und ich war wirklich, ich hab um mich geguckt, ich war nur von Zombies umgeben und ein Mimic hat mich aus den anderen Mimics rausgezogen. Hat mich gerettet. Ehrenmann. Boah, ja, manchmal retten die einem das Leben, wenn man komplett so von Zombies umzingelt ist und ihr Mimic einen rauszieht. Ja, das ist schon so oft passiert, wenn man Stepbro ist und dann kommt der Mimic mit der und der packt dich und der rettet Olum, dich. Der Olum, vielen Dank für dein Sub-Video. Frischer Prime-Sub. Auf Ehre, vielen Dank. Sanatorium, jetzt kommt wieder die Lieblingsmap. Sind wir jetzt auf 3? Da muss das Teil... Ja, das ist das unten. Teil unter dem riesigen Gebäude. Da weiß ich genau, wo das ist. Oh, da läuft auch rum. Der Orga. Lass den mal. Hol uns den Orga. Hol uns den Orga. Hol uns eine Rüstung. So. Die Mimics sind die besten, ja, Mann. Komm her, Orga. Der Orga. Mach doch wieder ein bisschen. Komm her, yo. Ich habe zum Beispiel gestern den Order, oh mein Gott, das muss ich nochmal rausschneiden. Ich habe gestern den Order, glaube ich, als erster weltweit mit einem 360 Quickscope gekillt. Ich glaube, das ist wirklich der erste weltweit. Hä, seid ihr schon beim Orgler? Ah. Wir orgeln den gerade richtig durch. Der erste, ich will jetzt nochmal einen 360 Quickscope. Da also müssen wir erstmal weak schießen. Das war leider ungepuncht, mein Sniper. Wieder. Chill hier, Orgelmann. Aber das ist schon cool, dass hier einfach so dieser Riesenorgler rumläuft. Willst du trickshotten, das Teil, oder wie? Ja, also wenn ihr es möchtet, kann ich den auch trickshotten. Nee, also, weil sonst
Junge, was schluckt der denn alles? So, jetzt gleich kannst du zum Quickscope ansetzen. Jetzt, ich glaube, Armin killt den. Oh! Oh, ich habe noch No-Scope. 360 No-Scope. Oh, neue Sniper direkt. Oh, was hat sich mit ein hässliches Visier? Ah, ich dachte, da wäre eine Rake dabei. Das mit den Mimiken kenne ich nicht. Kurs, der hat mich immer nur in die Horde gezogen. Ich muss mal gucken, wie kann ich die Aufsätze hier wechseln? Manchmal ist der Mimik cool, Ingo. Ich spiele mir jetzt die Paddington wegen Stufe 5 hier. Boah, ich muss mal man muss eigentlich für jede Waffe mal einen Blueprint machen, weil wenn man die Level auf Legendär aufhebt, man kann ja in-game den Blueprint wechseln. Du kannst hier Custom Blueprints machen und dann mit deinen Aufsätzen spielen. Dann musst du die Waffen ja gar nicht bis Legendär hochleveln, wenn du die einmal gedroppt bekommst. Ja, ich hatte es vorhin mit der M16 gehabt. Ich hatte quasi eine so mitgenommen, die war schon relativ hochgelevelt sogar und gepuncht. Da habe ich aber eine andere gefunden auf der höchsten Stufe quasi. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich die gepunchte halt weglegen. Das muss man dann eine Multiplayer machen, weil im Zombies habe ich das irgendwie nicht gefunden. Ey, also doch, das müsste eigentlich. Ich hatte das eigentlich gemacht. Doch, das sollte eigentlich funktionieren. Weil das ist eine sehr, sehr gute Änderung, weil. Wolf, sonst, was geht? Sonst benutzt man ja keine Zweitwaffe, weil die haben ja meistens Trash-Aufsätze. Und da denkst du dir, ja, gut, warum sollte ich jetzt noch eine Zweitwaffe spielen, außer wenn es eine Wunderwaffe ist? Müssen wir hier noch was? Ja, da hinten. Und hier ist... wir können auch das Signal gleich machen. Das hier unten. Was war das mit der... Warte mal. Krasny Soldat. Wo war das mit den Waffen verändern? War das... Das ist bei... Mit einem Schild, oder? Ja, bei dem, wo du die Rüstung holst. Gut, dann mach ich das. Also die Rarität und auch die Aufsätze. Ja, mach das gegen Ende der Runde nochmal. Ich muss die wahrscheinlich auch punchen. Ich will jetzt ungern die Sniper punchen, weil ich die eigentlich nicht brauche. Blueprints oder die einfach die Aufsätze nur? Nur die Aufsätze wechseln. Aber wenn ich jetzt einen Blueprint draufpacke, ist dann die Waffenklasse weg? Weil einer meinte, das ist irgendwie ein bisschen buggy. Die Waffenklasse? Weil ich habe ja, also die Waffenstufe meinte ich, sorry. Die sollte eigentlich die gleiche sein. Ja, dann gucke ich mal kurz, ob ich hier irgendeinen Blueprint dabei habe. Also, dass sie dann von, keine Ahnung, legendär auf wieder rot ist, das wäre natürlich richtig belastend. Ah, nee, doch, ist auf der Stufe von eben. Perfekt. Ja, dann ist das praktisch. Dann muss man echt mal für jede eine vernünftige Waffe nehmen. Zumindest hätte ich natürlich nochmal ein besseres Sniper-Setup machen können, was richtig für Quickscopes und so ist. Ja, Mann, dann musst du unbedingt die Schweizer spielen. Die macht richtig Bock. Die Schweizer? Schweizer? Oh Gott. So, hier der andere ist auch weg. Die rushen hier richtig durch. Ja, blub. Boom, boom. Bam. Holy crap. Nice. Perfekt. Oh, schmeckt. Ich echt jetzt mal irgendwie einfach so einen Griff, einen anderen hier drauf. Vaping Gamer, vielen Dank für dein Follow. Was geht? Was geht? 360 den Hund gekillt. Wild, wild. Alex, denkst du, die neue Map kommt Season 4 zum Anfang oder erst ist Season 4 reloaded? Ich glaube, er doch zu reloaded tatsächlich. Ich glaube, die haben am Ende von diesem Bericht, glaube ich, gesagt, wenn etwas nicht am Anfang einer neuen Season kommt, dann heißt es nicht, dass es noch nicht, dass es gar nicht kommt, sondern dass es noch in Arbeit ist, sozusagen. So haben die das beschrieben. Das war für mich so die Bestätigung, das kommt erst in Season 4. Ja, auch also dieses probably Season 4. Ja, das heißt auch schon. Und die wollen ja noch eine Main Quest für Outbreak rausbringen. Ja. Weil die... Weißt du, auf einmal spielen so ein paar mehr Leute Outbreak, weil das halt was Neues ist, schon nur noch Outbreak. Ja, ist echt so schade. Ja. Das ist halt nur, weil das mehr Spieler spielen. Ja. Aber ich weiß auch nicht, warum spielen das mehr Spieler? Weil die klassischen Zombie-Maps halt nur zwei sind. Deswegen, klar, dass die Leute dann auf einmal Outbreak spielen. Ja, ich glaube, es für viele halt, die einfach so Multiplayer zocken, die denken sich, ja komm, Easter Egg und so, ja, nee, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, ich versuche mal weit zu kommen. Und das ist ja ein Erfolgserlebnis, wenn du sagst, okay, ich bin bis Runde 3 jetzt gekommen für Spieler, die es wahrscheinlich nicht so oft spielen. Für Bobs. Ja, aber die machen dann vielleicht auch, die machen hier Exfiltration und denken sich, ja komm, habe ich jetzt abgeschlossen. Ja. Es ist nicht mehr dasselbe, also...
Man grindet gar nicht mehr auf späte Runden. Das ist das crazy. Das finde ich immer irgendwie so. Das war früher das, was Zombie ausgemacht hat. So. Einfach. Oder halt die Easter Eggs. Wobei da, das war halt nur für die erfahrenen Spieler. Ja, es ist halt auch sozusagen, ich kann es verstehen, dass du halt sagst, okay, wir müssen das ein bisschen einfacher machen, weil du hast halt wirklich ein Easter Egg zu entwickeln, da steckt so viel Idee hinter und alles. Und am Ende zocken das vielleicht 2% der Spieler, die das Spiel besitzen, so ungefähr. Das ist klar, da musst du halt irgendwie gucken. Aber ich glaube auch, der Grund, ich glaube auch, weil die das perfekt recyceln können, machen die auf Outbreak, weil die können das für Multiteam. Und ich bin mir sicher, da kommt doch bestimmt noch irgendwas mit der, wenn die zur Ural Mountain Maps, Mountain Map fertig ist, kommt doch bestimmt irgendwie Blackout 2 oder irgendwie sowas oder für Warzone nochmal. Die werden das dreifach recyceln, bestimmt. Da bin ich mir sicher. Ja, das könnte echt gut hinkommen. Es ist ja öfter so, dass, also das Firebase ist ja auch Teil von der Kampagne, glaube ich. Also auf Reddit steht schon, dass mit Season 4 die neue Map kommt. Ja, mit Season 4 kommt die neue Map, aber nicht die Frage ist, ob mit Beginn von Season 4. Das ist die Frage. Und vielen Dank für dein Follow, Juhui. Sorry, ich Kriegsmaschine. Hab's bemerkt. Dankeschön. Ja, ist noch eine sogar. Okay, hoffen wir es einfach, hoffen wir es. Oh mein Gott. Oh, ich hab hier das Signal unten. Ah, das Signal. Ja, jetzt kommen ganz viele Zombies. Ja. Das ist schon am Piepen. Aktive statische Störgeräusche. Junge! Was ist denn hier los? Wo die Transponder sind, weiß ich gar nicht. Oh, ich hab einen gefunden. Ja, die werden wir irgendwo hier finden. Jo. Der da ist schon eingestellt. Stressig hier, du. 1000 Milliarden Zombies hier gerade am Start. Sind alle nur unten, oder? Die Transponder da. Ich weiß es nicht. So. Ja, hier ist. Ah, ne, ist das der Haupt? Die Frage: Punch ich die jetzt sofort? Ah, nee, oder vor dem hier ist der Haupt. Ne? Ist der Haupthatze. Der ist eigentlich schon. Der hat den jetzt schon eingestellt. Wir müssen so grob in einem Dreieck sein. Hm. Das hörst du auch, wenn du. Na komm, die 5K habe ich jetzt noch übrig. Machen wir einmal. Für die Wellingtons. Ja, ich muss ja. Sniper Skills muss ausgepackt werden. Du musst den dann am Ende 360 no-scopen. Als Challenge. Ja, wo ist denn. Meint ihr, der ist da oben drin? Vielleicht eine Etage höher. So, der war. Oh Gott, wo war der denn noch? Das war so, ist allzu hoch. Habt ihr nur einen? Gestern haben wir den gemacht. Ich hab nur einen gefunden. Hier. Da waren drei zusätzliche, ne? Irgendwo im Treppenhaus war einer. Ich glaube hier unten bei Armin. Hat er den schon? Ja, Armin hat schon einen. Im Treppenhaus hab ich. Und dann hier hinten bei der Statue unten, glaube ich, war einer. Hier unten ist einer. Auf welches Dinger muss es? Ja, gibt's Rauschen. 8. Rückkopplung. Ah. Boah, da die. Rückkopplung. Ich höre was. Ja, Rückkopplung. Ach, das habt ihr hier schon, oder? Ja, ich muss gleich auf die richtige Stufe stellen. Ah, okay. Das ist Nummer 2. Eins ist bei der Statue. Ja, das ist das Hauptding bei der Statue. Das haben wir schon. Wir haben links da eins. Hier das vorne. Jetzt müsste wahrscheinlich da rechts noch irgendwo eins sein. Ich glaube, die Quest ist hier. Oh, hab ihn. So, ist auf 1. Hast du den letzten? Okay. Ja, ich hab ihn schon. Rückkopplung. Der ist hier oben. Das war aber richtig. Alle auf 1? Zeit, du. Ich hab noch Rückkopplung. Okay. Dann geh ich zu dem Mann. Kaboom. Du hast so viele Milliarden Zombies hier mal. Wir hätten eine O-Klasse machen sollen. Wie das einfach der erste Step ist und man hat die ganze Zeit die Affen gesucht. Ja. Das ist ein. Das ist zu viel. Hier ist auf 1. Nice. Ist das Outbreak, ist der gut? Wird es Round-Based Maps ersetzen?
Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kurz gucken, ob da ein Kabel hier rumfliegt. Ja, ich. Wollt ihr das hören? Dann machen wir einen. Haben wir schon. Ja, so, oder Jo. Haben wir schon toll. Oh, ich will die Kugel. Signal abgehörgerät. Halt, stopp! Erster Step. Da war meine Maus mal eben leer. Mitten im Game. Zum Glück in einer keiner hetzigen Situation. Mit einer Bluetooth-Maus spielst du? Ja, die hat auch eigentlich ganz guten Akku. Aber wenn du natürlich jeden Tag das Ding nutzt, also ein paar Tage hält die tatsächlich gefühlt. Wir dürfen nicht so viel pimmeln wegen eurer Challenge. Achso. Deiner Challenge. Deshalb Achso, hast du auf beide auf Sieg gewettet? Nee, ich habe gar nichts gesetzt, aber ach halt. So. Nicht lange pimmeln trotzdem. Kein Kaffeekränzchen. Wie lange hast du für Dark Matter Ultra gebraucht? Nice. Kann man gleich Triple Punch sogar machen? 6 Tage Spielzeit, aber ich habe halt Zombie und Multiplayer. 80 Minuten haben wir noch, easy. Deswegen kann ich das schwer sagen, weil ich habe viele und Zombie gelevelt. Aber ich hatte, glaube ich, 6 Tage Spielzeit in Multiplayer. Dauert lange. Auch anfangs habe ich richtig viel Multiplayer gespielt. Also die ersten paar Tage zumindest, oder ersten zwei paar Wochen sogar. Ey, am Anfang hatte das sogar echt auf YouTube so von allen großen eigentlich ganz gute Resonanz bekommen, aber dann kam direkt nach der ersten Woche ganz viel Skill-Based Matchmaking-Problematik. Und dann war es so schnell tot. Ey, das war unglaublich. So krass. Aber ich finde jetzt den 12 gegen 12 Modus mega witzig. Also, habe ich jetzt noch gar nicht gespielt, tatsächlich. Es war halt ja auch in MW so, dass es weniger Skill-Based Matchmaking hatte. Weil weniger hart reingekickt hatte, sozusagen, Skill-Based Matchmaking. In diesen großen Modus quasi, Bodenangriff oder sowas, was auch immer das war. Ja, da kickt es nicht so extrem rein. Da hast du aber klar auch dann Leute, die dann gegen dich so extrem viele Kills machen. Ja. Aber da kommen wir, glaube ich, nicht mehr drum rum, um Skill-Based Matchmaking. Da muss man sich das ist es halt. Das hat fast jedes Spiel mittlerweile. Nee. Bist du eigentlich Warzone-Spieler? Auch nicht so extrem. Nee. Also, es ist halt auch dieses, ich würde mich jetzt nicht als richtig guten, also als Pro-Gamer irgendwie bezeichnen, aber die glaube ich nicht, der ist einfach Schwitze ohne Ende und ich schwitze nicht mal so rein, gefühlt. Ja, also wenn ich mit meinen Leuten aus der Uni gespielt habe, war es eigentlich relativ entspannt, aber die hatten halt nicht so viel Spaß gehabt. Das ist halt dann auch kacke für die. Du kannst halt wirklich Skill-Based Matchmaking, der Grundgedanke ist okay. Die Umsetzung ist halt grausam, weil du kannst halt einfach so, die Leute, die gut sind, können nicht mit ihren Freunden spielen, weil entweder haben die keinen Spaß. Ja, das ist krass, vor allem bei so einem Spiel wie Warzone, da spielen ja halt so viele Casuals auch. Aber ich verstehe nur nicht, warum kein einfach Ranked und Public. Ja, das würde alles lösen. Ranked und Public. Dafür ist der Rank da für Skill-Based eigentlich. Ja. Und wenn dann so eine Noobs können dann auch. Das ist der ganze ich muss. Zeug für ich brauche Hilfe. Kann ich hier noch irgendwas verändern? Ravenau. Das hat jetzt unter einer Stunde gedauert. Nochmal Upgrade, let's go! Bin ready. Schon mal die nächste Stufe. So, weiter geht's. Abfahrt. Apropos Abfahrt, ich habe gesehen, Finch asozial streamt ab und zu Black Ops Cold War. Das finde ich voll witzig. Das ist richtig nice. Der macht auch Bus-Simulator manchmal. Also früher hat er mal Bus-Simulator gemacht. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. So crazy, wie viele Leute anfangen zu streamen. Er ist auch so Fußballer, ich weiß nicht, ob du. Okay, es sind manchmal so Jugendspieler hast, dass die dann vielleicht ein bisschen mehr was machen. Also hier Sydney Friede, glaube ich, von Hertha. Der mittlerweile spielt er auch irgendwo in Ungarn oder irgendwo Slowenien, keine Ahnung. Aber auch finde ich eigentlich ganz interessant aus. So Fußballer finde ich auch mal interessant. So, die halt dann jetzt nicht in der höchsten Liga spielen, aber auch so ihr Fußballerleben gerade so anfängt. So, kriegst du ein paar wichtige Infos, ein paar interessante Infos raus, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Das sehr, sehr spannend. Und das ist so krass, wie das jetzt sich entwickelt hat, ne, in der ganzen Zeit. Ich meine, du hast das ja komplett miterlebt, wie das an Reich oder generell, wie sich das alles entwickelt hat. Ja, ich finde es auch ein bisschen surreal. Ich war halt zum Beispiel ein Kollege von mir, den hatte ich halt, ein Bekannter von mir, habe ich halt bei einem PlayStation Masters Turnier kennengelernt. So, der hatte dann irgendwann
hat er irgendwie bei Unicorns of Love gespielt, dann irgendwie auf einmal Hannover 96 und einfach so Saison danach hat er einfach beim HSV gespielt. Aber ein Kollege von mir, der zufällig beim HSV einfach spielt, im Verein, den ich irgendwie in meiner Kindheit seit der Kindheit verfolge. Auf einmal E-Sports-Abteilung, ich darf dann irgendwie da mit ins Stadion auf einmal, das ist schon krank gewesen. Okay, das ist cool, das ist cool. Können wir gleich auch die zwei Äffchen abchecken, die hier sind. Äffchen? Äffchen, hallo. Bei Ruka kenne ich die Äffchen gar nicht. Die Baller streamt auch. Ja, also selbst solche Weltstars, das ist auch krass. Baller stream? Ja, Aguero streamt ja, glaube ich, auch. Leute. Ich habe das mal gesehen, so ein Video auf Twitter, irgendwie, wie der FIFA spielt und der vergeigt eine Chance mit seinem eigenen Spieler und dann macht er halt so, fährt er sich so durchs Gesicht, macht so den Kopf so nach hinten, so, ah, fuck, Chance vergeben und es war komplett synchron mit seiner Figur einfach. Oder ich habe auch gesehen, Farid Bang oder so. Ja, stimmt, die haben ja das. JBG Gaming hatten die gemacht mit Erné. War da, glaube ich, eine Zeit lang drin. Erné ist mittlerweile für Dortmund, glaube ich, Content Creator. Der macht halt einfach Videos mit Haaland und Sancho und sowas. Will jemand den haben? Wow. Ist die Feuervariante gut eigentlich? Hier ist nicht Feuer, hier ist Dingens, die Elektro die beste. Warte, wir sind Yuga, ne? Ja, wir sind Yuga. Hä? Ich dachte, wir wären schon in Ruka. Nee. Ja, ey, geil, hier. Dann hole ich mir den Arzen. Vielen Dank für dein Follow. Vielen Dank, Mann. Boah, geil, dann habe ich... Boah, geil, ey. Lecker, schmecker, du. Ey, Alex, bei dir ist aber das Allergeilste diese hier von Gurkensohn. Ist moin. Ich hab den mal günstiger gemacht. Das ist so gut. Oh, ich hab das Teil. Was für... Ah, okay. Nice. Ich war nämlich schon... Hey, ich dachte, wir wären auf Ruka, Mann. Oh, Leute! Das ist doch dazu. Also wirklich, jetzt muss ich einen Trickshot machen. Ich hoffe, ich kriege einen One-Shot-Kill hin. Wir sind nur eine 4, das geht, glaube ich, nicht mehr. Erstmal 10 Minuten nach oben laufen. Noch, du hast 10 Sekunden Zeit. Oh Gott. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ich bin derzeit nicht mal oben, Mann. Farid Ben hat auch letztens Resident Evil. Genau, ich glaube, daher bin ich auf Farid Ben gekommen, weil ich bei Resident Evil geguckt habe, als ich mal einen raiden wollte. Und auf einmal Farid Ben. Lol. Big Bang zu President Evil? Ja, der hat das auch gespielt. Hast du das mal gespielt, Alex? Noch nicht, ich wollte es mal holen eigentlich. Boah, wenn du schreckhaft bist, wobei es ging eigentlich, aber ich... Ich würde mal gerne mehr VR-Horror-Games spielen. Aber es gibt wenige, irgendwie, die richtig gut sind. Also Resident Evil hätte ich Bock, aber es gibt es nicht auf PC. Das ist ja ganz böse. VR-Horror. Nein, ich wollte nicht runterfallen. Wo ist die Waffenbox? Hier hinten irgendwo. Ich wollte demnächst mich die COD-Zombie-Maps in einem VR-Game einfach mal zocken, als Video. Das kann, glaube ich, auch mal ganz interessant sein. Einfach der Riese, dass du mittendrin stehst. Geht das? Ja. Es gibt Bonebook, sag ich schon, Pavlov, da kannst du jedes Spiel gefühlt spielen. Da gibt Call of Duty-Maps gibt's da drin, da gibt's Counter-Strike-Maps. Lol, ey, das ist krass. Ah, verdammt, das ist mir schon weit weg. Machen wir, was macht ihr gerade? Drachen. Aber ich kann. Oh Gott. Würde sonst zum Blitzdings fliegen. Blitzdings. Also bin ich auch gleich auf dem Weg hin. Der Sniper killt nicht mehr in der Runde. Was haben wir denn hier schon? Nächste Woche in der Green Hills. Little Hope meinst du? Ja, gerne Little Hope. Boah, das ist auch. Ich muss das hier kurz mit. Obwohl, den ist gepuncht hier. Horror pur. Aber ich muss noch Resident Evil durchspielen. Was ist denn hier? Braucht jemand noch Jug? Ich glaube nicht. Ich bin komplett ausgerüstet. Nice. Wie weit seid ihr gerade? Wir sind gerade... wir haben jetzt diese Disk und müssen die jetzt noch in den Projektor tun und gehen dann ab nach Ruka. Rico! Fragen wollen wir das schon. Der Projektorraum ist hier in der Nähe. Wollen wir das schon direkt machen? Irgendwo da hinten, wo das Jumphead ist. Mach grad noch den Blitz. Alleine. Hilfe. Ach, du bist da hinten schon. Double Punkte, let's go. Hinbekommen. Vielleicht mal die Kiste abchecken in der nächsten Runde. Vielleicht kriegen wir irgendwie Raygun raus oder sowas. Sims am Wochenende auch. Ich weiß noch nicht, vielleicht morgen ein bisschen. Sonntag wohl eher nicht.
Boah, die Elektrogun, Bock. Schmeckt. Schön doppelte Punkte mitgenommen. Irgendwie bin ich mit der M16 so langsam. Hilfe. Hilfe, bitte helfen Sie mir. Oh mein Gott. Was ist denn hier los, Alter? Ist hier der Projektorraum in dem Haus? Ja, ich glaube, hier ist der Projektorraum. So viele Zombies, wie hier sind. Muss hier irgendwas sein. Ich glaube, hier unten ist der Bereich, wo ich drauf bin. Hier. Jo, das ist er. Mr. Say, was geht? Jo, hier ist er, da. So, ich habe mal den letzten von den Bällen. Wollt ihr euch denn auf Green Hill? Hirnvollness. Sehr schön. Oh, geht's hier irgendwie nach oben? Klappe, Freunde. Let's go. Ich komm mal zu euch. Ich hab den Blitz erledigt. Boah, das ist immer so geil, wenn man die Black Ops 1 Musik hört in den Fahrzeugen. Ah, ich hab die mittlerweile komplett ausgestellt. Ich hab so Angst vor Copyright Strikes. Ist auch mit Never gonna okay, give ja. you up. Ja, bei der Musik, die heutzutage kommt, muss man echt aufpassen. Nice. Ja, wir haben ein paar Streaks, aber ansonsten eine Typ 63. Hier den Film schon Schmetterexplosion haben wir noch. Den Film wollte ich noch nicht schreien. Braucht nichts Besonderes. Ich glaube, der war hier. Hier da. Täuschgranate, Betäubung. Ja, glaube ich, hier war das. Ich soll hier mal reintun einfach. Haben wir auch alles schon mehrmals gesehen, oder? Hä, ist das nicht bei mir hier? Ich glaube, da gibt's mehr. Also, ich habe hier einen Dias einlegen. Ich hab nämlich hier, wo wir letztens waren. Das kann man jetzt bei mehreren machen. Ja. Das wird... Macht ihr das gerade? Oh. So. Oh nein, jetzt kommen ein paar Zombies. Ich bin nämlich hier auch im Projekt gekommen. Oh mein Gott. Alles spawnt hier krass, die Soldaten. Prankraum oder was ist hier? 80er Hits, beste. Holy moly. Denn hier ab alles. Insta-Kill. Krass, die Soldat. Ja. Und hier in der Hütte drin. Killt er hier auch? Oh, hier ist ein Raketenwerfer. Wie viele Projektoren es gibt, ey. Hallo? So. Bin Step Bro vom Mangler. Den vielleicht mit? Raketenwerfer ist dumm fürs Finale, glaube ich. Holen, so eine Masse an Zombies reinballern. Besser als das Sniper auf jeden Fall. Nee, ich will gleich die Kiste eigentlich noch abchecken. Boah, ich nehme den erstmal mit. Der Sniper macht eh nicht mehr One-Hit-Kills. Wir müssen erstmal die Aufgabe machen, würde ich sagen. Bevor wir irgendwas anderes noch machen. Ach, man muss immer wieder draufdrücken. Das ist ja fast geschafft. Mit Freundin ist Sokoto abgeschmiert. Das ist ärgerlich. Aber ich hatten wir gestern auch gehabt, tatsächlich. Mal ähnlich. Aufgrund der elektromagnetischen Interferenzen durch den Fernseher gefunden. Würde der Westen nichts merken. Keine Präventivreaktionen. Keine gegenseitige Vernichtung. GTA 6 Hype. Let's go. GTA. Ihr müsst nach Ruka reisen. Rahmen noch finden. Wir müssen das Let's verhindern. Go. Komm her, Kollege. So, können wir da nochmal reindrücken? Ne. Wir sind durch. Okay, dann auf zur... Ach, wir müssen ja die auch noch Aufgabe machen hier. Das gibt's ja auch noch, Aufgaben. Ja, ja, jetzt müssen wir zur Escort-Dame. Oho. Moinsen, Bricky, was geht? So, wir haben... Na, Schrott habe ich nicht genug. Gibt's überhaupt schon bei GTA 6 irgendwas? Nee, ich glaube, das wird als vor nicht keine Einfluss vor, ich glaube, 23 geben irgendwie. Aber BF6. Ach so, ich war schon GTA. Nee, erst es ging um GTA 6, aber dann habe ich gerade gedacht, gibt ja auch BF6. Wäre ja auch interessant. Lol, was ist mit mir passiert hier? Die Kamera verdreht.
Nein, zum Glück nicht. Ach, das war bei dir beim Endfall. Ja, ey, ich hab gestern wirklich den Postkampf mit so einer 30-Grad-Kamera verdreht. Oh, Andrew, wir haben schon Easter Egg geschafft. Kleine Challenge mal reinbringen. Ey, glaub mir, das war gar nicht so einfach. Echt jetzt. Einfach mal schräg. Das war ein ganz schräges Easter Egg dann am Ende bei dir, ne? LOL. Wirklich schräges. Noch zu gut läuft, kann es dauern. GTA 5, ey, online hat mich das nie gecatcht. Das gibt's ja schon seit 28 Jahren, ne? Ja, ist echt krass aus, das ist richtig zugeballert mit Content. Braucht wer Geld, GTA 5? Ich hab ein Mod-Menü, ein bezahltes. Ich sag mal, eine Rüstung. Ich hab das, glaube ich, aber irgendwann mal gratis, gab's das bei Epic Games. Ja, bei Epic Games, erstmal for free. Ja, gratis. Klassiker. Ja, Juli, sehr, sehr gerne. Also, wisst ihr noch, wenn ihr da irgendwie mal Mod-Vorschläge habt, auch für GTA, das wollte ich demnächst mal austesten, Chat. Habe ich ewig nicht mehr gespielt. Dann sucht mal gerne ein paar witzige Mods raus. Das ist krass. Also, Zombie-Modus, was ich letztens mal mir angeguckt davon. Dass wir irgendwie so einen kleinen Crossover machen. Ja, online ist auch absolut zugeballert, natürlich. Dafür einplanen. Wenn man weiß, wie es geht, 2 Stunden. Würde ich sagen, beim Easter Egg. Also wir, ich denke mal, 2 Stunden. Ja, 2, 2,5. Der Bossfight ist aber halt... Fuck, Alter. Ey, ich bin sowas von gespannt. Wie viele Zombies hier spawnen? Wie die Bossfights oder die Speedruns danach hier aussehen werden. Ey, da bin ich gespannt. Da bist du ja auch ein Fan von, ne? Ey, absolut. Du musst auch deinen Rekord da aufstellen. Okay. Oh, ich hab noch keine Lust. Ich bin ja eher mehr so der High-Rounder. Aber bei Cold War ist High-Round halt nicht wirklich nice. Ey, denn das spawnt auch nur ein Drittel von Zombies. Also das war ich hier, die Maschine. Oder auch Firebase, wie viel waren das? 12.000. Warum sind gesperrt vom Chat? Keine Ahnung, ich hab niemand getimeoutet. Origins waren ja irgendwas mit 33.000 Zombies von 100. Was? 33? Also insgesamt? Insgesamt 33.000. Wollte sagen. Boah. Aber wo in den 200er Runden, da sind das wohl 30.000 Zombies pro Runde. Das steigt jede Runde immer, ne? Bei den alten. Jetzt ist das... Weiß man das gar nicht, oder? Bei Cold War war es halt nicht so viel. Ich weiß nicht, wie das bei... Wie meinst du? Wie meinst du, Marco? Ungünstige Kombi sozusagen. Wegen der sozusagen Rotation. Aber ich glaube, wir kommen danach automatisch auf Ruka. Nach der Interaktion mit der Dia-Show kommst du, glaube ich, automatisch rauf. Vielleicht. Ich muss meine Hotkeys nochmal anders machen. Tatsächlich. Wenn ich auf Mute klicke, lege ich mich hin im Spiel. Das habe ich, wenn ich Aufnahme starte, drücke, muss das irgendwie und beenden. Warte mal, Schmutzbox, Schmutzbox. Du willst an Schmutzbox? Dann gehe ich gleich mal schnell pinkeln. Dann gehe ich mal zur Anomalie. Alex, ich wollte auch noch an der Box sein Glück probieren. Nächste Runde versuchen oder jetzt? Wir können in der nächsten Runde. Wenn wir in Welt 4 sind, haben wir noch mehr Luck wahrscheinlich, was die Kiste angeht. Also in Welt 5 hat man mehr, sagst du was. Ich bin glücklich mit meiner Wunderwaffe, mit meiner Elektro-Wunderwaffe. Also die würde ich mir auch aufheben, die ist gegen Megatons richtig gut. Ja, vor allem bin ich gespannt, wie die auf den Atzen dann ballert. Ob die da abgeht. Könnt ihr auch gut ballern. So, jetzt punch dich nochmal. Was mach ich denn? Ich könnte eigentlich direkt weitermachen, ich habe eigentlich alles. Ich muss mir noch Perks holen und dann gehe ich strudern, aber... Perks brauche ich jetzt nicht mehr. Ich muss noch irgendwas kaufen, ja, Chat. Es fällt euch was ein. Hey, warum chillt hier ein Zombie? Ich würde halt ans, auf der nächsten Map gerne nochmal in die Kiste halt gehen und dann kann ich halt punchen, theoretisch nochmal danach. Ich gehe mal kurz stolern. Ihr könnt eigentlich schon warpen. Jo, gern, von mir aus. Ja, macht mal. Was sind jetzt Easter Egg Steps? Also erstmal in Runde 3 musst du dieses Radio finden und dann 3 Radios drumherum richtig einstellen. Ich glaube, Step 2, und dann hast du erstmal so ein. Dann kriegst du irgendein Objekt, das kannst du an diese Signalstation anbringen.
Maxis anrufen, ist das. Genau, dann callst du Maxis mal nochmal, hey, yo, was geht? Plakor, mach ein Plakor, geht so ein Plakor und Patte ist weg. Macht ihr dann? Und dann holt ihr euch die Affen und einer der Affen lässt euch einen Film fallen. Das kleine Filmchen, oder gesagt, die Dias, gönnt ihr euch dann, natürlich mit dem Premium-Zugang, irgendwo in einem Raum auf der Map, wo ihr das einlegen könnt und wo ihr OnlyFans erreichen könnt. Der war gut. Und sobald ihr wisst, wo die Nudes versteckt sind, was auf Ruka denn der Fall ist, könnt ihr euch zu Ruka teleportieren. Sofort kommt ihr auf Ruka. Selbst wenn die Rotation eigentlich anders ist, ist halt wie dieses, wenn das Girl sagt, ey, meine Eltern sind nicht zu Hause. Instant kommt ihr auf Ruka. Und dann geht's halt los. Also auf Ruka könnt ihr theoretisch dann noch euch ausrüsten. Also wir wollen jetzt nochmal in die Kiste gehen. Aber so ungefähr funktioniert das Easter Egg. Aber du musst gegen die Cousins und Brüder und Ex-Lover von der kämpfen. Und das ist halt der Bunkerkampf. Ich muss gegen die ganzen Ex-Lover kämpfen. Nick, Ben, das liegt auch daran, weil ich nicht so auf den Chat reagieren kann. Weil ich kein Push-to-Mute habe. Ich muss das echt mal... Orgler. Noch in einem Stück. Machen wir noch einen Orgler? Fertig. Ja, alles wird ja, stimmt, der droppt ja nochmal gut Waffen. Und da die Boss ist auch... Manta-Rochen, hast du das Easter Egg schon gemacht? Wie muss man als erstes machen das Radio? Radio und Runde 3, das ist immer an derselben Stelle und gibt's auf jeder Map. Den Weg. Yo, du Vogel, gib mir mal ein paar Waffen da hinten. Yeah. What? Meinst du den Orgler? Hallo Orgelmann. Ja, bis komm ran, Orgelmann. Oder 32, da ist auch ein Krasti-Soldat vom Himmel geflogen gerade. Oh, nice. Top 10 Dinge, die ich nicht sehen möchte. Komm mal, da legen wir uns mit dem auch noch an. Komm her. Für den Bosskampf warm machen. Den laser ich weg mit der Atzengun hier. Wobei, der schluckt ordentlich. Alarm. Alter, der haut mir auf den Kopf. Dudes. Besonderes. Oh no! Er schießt schon wieder Hündchen auf mich. Ja, einfach diese Heile. Also das Teil hat aber auf jeden Fall auch mehr Leben. Muss man weiter weggehen. Aber der ist echt stärker als der Firebase. Oder? Alter! Ich schieß ihn in den Arsch. Komm her, Junge. Oh, die Wunderwaffe ballert schon gut rein auf den Atzen. Gehen Sie nice. Weg, Herr Orgler. Meins. Das ist ja gar nichts Besonderes. Wie langweilig. Dem R. M16 nochmal. Oh. Das Ding abzunehmen wäre auch. Ey, aber er müsste sich die wieder triple punchen, das ist auch doof. Was für ein CD spiele ich? Das ist Cold War. Ist das nicht der Titel eingegeben bei Twitch? Wobei Dingens, wenn man ja da im Bunker ist, da können ja auch Megatons spawnen, die da auch Raycase und Rayguns droppen. Ach stimmt, wir können ja da drin noch punchen, fällt mir gerade ein, aber ja, ist das nicht zu hetzig da drin? Ja, ist alles auch da unten. Ja, ist ein bisschen das hektisch. Das mit dem 40k also reingehen, meint ihr? Chat, rein in den Bunker mit 40k oder nicht? Ein Spin, komm, zwei gibt's Spins. Ist da eine Schmutzbox? Im Bunker? Kann nicht. Da gibt's so Packed Punch und sonstiges. Achso, wo haben wir denn hier die Box? Ich gehe sonst schnell nochmal kurz zur Box einfach. Oh, hier ist ein Self-Revive, wenn noch keiner hat. Oh, ja. Ich hab auch schon eins. Dann gönne ich mir gleich. Ab in den Bunker, Freunde. Ja. Ich würde jetzt gönnen, weil das despawnt sonst. Achso, ja gut. Ja, ich... Eine halbe Minute oder so bleibt das da. Weil da auch gestern einer, yo, hier ist eine Raykay und ich bin wirklich so ein Raykay-Fanatiker. Oh, let's go! Ich renn direkt hin und die spawnt instant. Die ist einfach eine Sekunde bevor du da warst. Ich wollte gerade F drücken und dann also, ist das Teil weg, ey. Nein! So, dann geht noch wieder zurück an die Kiste kurz. Ach nee, ich warte jetzt auf, dass sie was droppen einfach. Ich vertraue denen. Schmutzbox. Nee, gerade geht kein Schmutzbox. Wir haben eine Challenge am Laufen. Moin, The United. Es geht. So, wollte ich denn das hier mal mit? Wow. Das sind dicke Krusty-Soldaten. Auch nichts gedroppt. Ja, wollen wir rein oder was wollen wir machen? Also, ich bin ready. Ah, dann rein da. Ich bin ja noch mit Krusty-Soldaten beschäftigt.
Ja, kann ich mal schön checken, mal die Kiste ab. Ich muss gleich auf jeden Fall Rüstung holen. Wahnsinn. Aufzug, warten auf andere Spieler. Kommt der Zombie hier rein? Los, ja. Komm mal mit hier rein, Kumpel. Kommst du auch hin? RPG ist okay, aber ne, geht besser. Ja, moin. Ups. Was geht mit dem Zombie ab? Vielleicht kann ich meine Haut trotzdem. Wenigstens werde ich hier. Gönn Raygun. Oh, Alter. Ich kann mit dir umgehen. Bei meinen Kollegen sehr beliebt. Mach's fein, Sitz! Mensch, Kylo, benimm dich! Oh nein! Oh, krass, nicht Soldat, was geht? Nehmt ihr noch die Schmutzbots auseinander? Hä? Ist da noch ein Boss, ein Perk? Ja, da bin ich gerade bei. Ach so. Ja, gut, wenn ihr da noch am rumalbern seid, dann. Zwei sehr dicke Krasni-Soldaten. Deine Atzen? Alter. Bonus. Punkte. Wassermarsch, Wassermarsch. Holy moly. Warum denn so wütend, Krasni, Mann? Der ist sauer. Der hat doch Christian Tello gesagt. Der Kollege ist wieder im Chat, der das, der nicht mehr von damals kennt. In FIFA. Der fragt, kommt Paimas auch noch? Nee, heute mal nicht, heute mal nicht. Wie die letzten 10 Jahre auch. Ja, also die Küste hat überhaupt nicht gegönnt. Schmutzbox. War auch nichts anderes zu erwarten irgendwie. Bin ich kann noch zur Rüstung, zum Rüstungs-Johnny. Oh, ist der Minigun bei mir? War das denn, bist du wieder bei Tipster, Junge? Wieder auf der Arbeit mein Stream gucken. Oh, hier ist die Schmutzbox direkt. Boah, soll ich einmal? Ich habe einen guten Riecher. Ah, Raygun! Was? Ich hab's gekonnt. Oh mein Gott. Ihr könnt sie haben. Oh mein Gott. Ich könnte sie. Ich hab's so gecallt gerade. Ich hab einen guten Riecher. Was? No joke! Hier! Yeah. Was? Raygun. Ja moin! Ich gönn hier Raygun für einer. Du bist das Easter Egg, ist bestimmt schon vorbei, oder? So. Nee, man kann das immer noch. Was haben wir da noch übrig? Wir sind gleich beim Bosskampf. Der Armin hat sich die aufgehoben. Oder wenn der so nett ist und dem Alex die Spiele. Ich versuch nochmal mein Glück kurz. Hä, wie geil! Ich hab einen guten Riecher, sag ich noch. Und du holst dir die Rake. Komm, gönn. Ich krieg ein Schwert. Hast du jetzt eine? Ich hab ein Schwert, fast genauso gut. Der Armin hat die Armbrust. Wah, wah, wah. Und hier ist noch ein Drachenkopf. Wiederholen wird's so. Das allererste Mal ein Schwert auf jeden Fall. Ich bin zufrieden. Ne? Schwert? Ja. Was für ein Schwert? Wakatsashi. Wakatsashi! 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 Kann ich damit den Großen besiegen? Hey, das kannst du werfen. Oh, oh. Oh, they told Joe was down. Bro, aber ich hab mein Quick Revive. Ach, it's a step, Bro. Die bessere Sachen raus. Ach, wir sollten uns vielleicht beeilen. Es lohnt sich nicht mehr. Uns gewettet oh ja. Haben. Ja. 38 Minuten. Wir müssen jetzt mal die Kiste wird uns Wettbewerbsverzögerung vorgeworfen. Nur einmal einen Haufen Perks holen eben. Oh nee, ey, das war so scheiße. Komm hier. Wobei, wir haben bis, ich habe gesagt, 23.15 Uhr. Wobei, unten gibt es ja auch noch Kristalle an der Wand. Da kann ja auch noch was droppen, theoretisch. Ja, aber erst, wenn man, also danach droppen die nur diese Ethereum-Teile. Ich bin wieder am Start. Hummelino, was geht? Welcome Selbstwiederbelebung habe ich jetzt, immerhin schon mal. Was, Alex, hast du keine von den Wunderwaffen bekommen? Nee. Ich bin hier die ganze Zeit an der Box rum, aber mir wird wieder nichts gegönnt hier. Ey, dass die aber auch keine neue Wunderwaffe ins Spiel gebracht haben. Ja, müssen wir sich noch was aufbewahren für die nächste Season. Ja.
Die haben ja schon so viel Content in Season 3 rausgebracht. Genau. Nicht überfordern hier. Was seid ihr alle Step Bro? Ihr wollt einkaufen? Alter, ey, wirklich. Die Ray K, die macht gar nichts. Deko-Schüsse. Ich konnte keine Perks holen, weil die hier direkt alle. Müssen wir wieder Perks holen. So, wir müssen uns beeilen. Für die Fente. Maximale Munition. So. Boah, M16 ist Snack ich mir hier hinten nochmal die Sachen. Muss man jetzt alle Affen sammeln oder war das. Das war unwichtig. Man nur muss ein. Nur der mit dem M daneben. Genau. Man muss halt, wenn du das Radio aktiviert hast, dann in der nächsten Welt Affen Richtung suchen und da musst du die. Da muss eins mit einem M sein und dann kriegst du diese Filmrisskarte. Filmrisskarte. Die Mikrodisk. Oder wie das heißt. Oh, lol. Hangover Easter Egg. Die Filmrisskarte. Ich hab noch die Weg, hey. Gefühlt. Ja, wir haben 2 Stunden. Ich glaube, das wäre extra so von Treyarch gemacht. Ich glaube, das hat jeder, der das gestreamt hat oder der es gemacht hat, einfach gedacht: Oh, die Affen, wir müssen die Affen suchen. Also, ich sag mal, da Relevations Easter Egg, das fängt auch damit an, dass du erstmal 4 Grabsteine anschließt und dann du weitermachen kannst. Wow. Die Easter Eggs. Die können wir auch noch alle machen, ey. Habe ich noch alle vor mir. Wir haben letztens im Stream das Shinonuma Easter Egg gemacht. Oh. Und da habe ich erst gelernt, Shinonuma? Was ein Easter Egg überhaupt ist. So mehr oder weniger, was ein vernünftiges Easter Egg ist. Shinonuma war relativ simpel, glaube ich, noch. War aber 4 Spieler, oder? Ich habe die alten Dinger gar nicht gemacht, gefühlt. Shinonuma, gibt es da überhaupt ein Easter Egg? Nicht Shinonuma. Setsubo? Setsubo no Shima. Ja, da haben wir so hart gefailt. Ja, die ganze Zeit, wir haben die ganze Zeit nur gegärtnert. Nur gegärtnert. Ja. So nervig. Dann den Bosskampf gefällt. Schön, ich dass du mit Alex zockst, da brauche ich mich nicht entscheiden, bei wem ich schaue. So. Kunst bei euch eigentlich der Ingame Voice Chat? Hab noch nie wen gehört. Ich hab sie auch alle nur schüchtern. Ausgeschaltet. So, ich habe da einen Krieg noch dabei, aber nicht gepuncht. So, Freunde, ab in den Bunker. Ich gönne hier. Eine Toilette, aber ihr könnt schon mal runterfahren. Aber hier oben kann man stehen bleiben. Let's go. Ah, ja, bye, Jungs, bye, Leute. Nein! Zivilab! Oh no! Kann er da runterjumpen, ohne zu sterben? Er hat Stamina ab. Oh. Stamina ab. Runter da, Junge. Der kalte Krieg würde enden. Kommen Sie ran, ich fang dich auf, okay? Komm in meine Arme. Ich fang dich auf. Hier. Komm, Junge. Ah, nee, ich glaube, der ist am Pinkeln. Er pinkelt hier runter, Igitt. Igitt, weg hier. Alarm. Nee, weg hier, da kommt Urin runter. Oh Gott. So, jetzt kommen hier die ekelhaften Ekelsteps. Ich kann hier auch wieder raus. Das wäre zu witzig. Meine beiden Lieblingstümer. Oha, Ehre. So, schnappen wir uns mal. Wo müssen wir nochmal runter? Danke, zu A einmal, glaube ich. Ist mir eine Ehre. Stimmt, wo ist der Erste? Bei. Man muss sich langsam die Zahlen hier immer merken, ne? In welchem Trakt man ist. Bei A ist das. Bei A? Ist das normal, dass das jetzt wir müssen ja erstmal nach unten zu Ravenov, stimmt ja. Ich bin ja schon ein Step weiter, wir schon die ganzen Schlüssel holen. Ich glaube, ich bin hier. Ja, ich bin hier, ich mach mal die E-Cut-Szene. Yes, very nice. Alarm. Moin, Meister. Moin, Meister. Ah, scheiße. Maxis! Wo ist Maxis? Wacht Hitmarker. Uff. Ich glaube, im Bossfight, da muss man auch immer nur eine Kugel anschießen und nicht alle 3. Ja. Da können auch bisschen mehrere Phasen können wir es abschießen und ich glaube, immer auf einen geht auch. Auf eine Kugel nur schießen, eine muss man zerstören. Habt ihr alle Feuerring? Weil ich habe rasender Wächter. Ich hab auch rasender. Moin, wer ist das? Wo ist Maxis? Nächste Szene, zweimal Maxis, sorry. Ja, wo ist Maxis? Hinter dir, Junge. Lost. Fokus, was geht? Hast du E-Stack schon mal gemacht? Ja, schon mal gemacht, aber nicht geschafft. Hat einer von euch eine Art Gilde?
Wir beide haben einen Discord-Server. Das ist viel besser als eine Gilde. Das ist besser als eine Gilde. Da findet man immer Leute zum Zocken. Yes, ey. Barrington und Schweizer kann man nur spielen. Ja, schon Sniper habe ich nicht so die Ahnung von. Ich snipe nur im Zombie-Modus. Aber umso krasser. Ja, ich gehe mal dann schon zum Kanister direkt. Diese Kraft ist sowohl für Omega als auch Requiem zugeteilt. Vielleicht finde ich ja den Monkey. Obwohl, ich habe Monkey Bombs dabei gerade. Ich will die ungern wegwerfen. Ich habe einen, der ich schmeiß dann wohl meine weg gleich. Ich muss gleich eh noch Rüstung holen. Da ist man auch schnell gestuckt. Ah, jetzt weiß ich, warum mein Headset in letzter Zeit so unbequem ist. Die Kopfhalterung ist ganz komisch gerade. Oh shit. Ja, ich lade noch ein Video hoch. Einmal von dem Livestream, so ein Best-of von dem Easter Egg und dann werde ich, ich weiß nicht, denk schon, dass ich versuche bis Sonntag noch einen Guide irgendwie zu machen. Aber ich muss noch das Gameplay dafür spielen, ohne Facecam. Das ist immer so nervig. Aber ich muss mir das GeForce Experience, muss ich mich mal mit anfreunden. Ja, weil unbedingt. Das ist glaube ich, super hilfreich nebenbei. Ja. Oh, halt gucken, es kann manchmal sein, also meinst du, da hast du oh mein Gott, ein PC, der schon ein bisschen mehr Leistung hat. Jo. Dann passt das auch, weil manchmal hast du das Problem, dass sozusagen, wenn das GeForce-Ding oder dieses Shadowplay läuft, das OBS dann irgendwie rumspinnt. Achso, ja, nee, ich habe das nur bei OBS, ich habe halt zwei Bildschirme und einer ist mit 60 FPS und der andere ist mit 144, ach du. Ja, habe ich auch. Ich bin Step-Bro, ich bin übel Step-Bro, mit 38 Mimics. Oh nein, hier bin ich auch gleich Step, Bro. Ich muss den anderen Weg gehen. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind 38 Mimics. Nein, bitte nicht. Oh Gott. Auch wenn wir Essenzen sammeln, das ist sozusagen geteiltes Konto. Das sammeln alle dann auch. Ja. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Dass ihr das nicht wusstet. Also wenn ihr da irgendwo oben welche seht. Yes, Alarm. Ich hab hier nochmal drei. Ich hab auch schon ein paar. Nein, bitte nicht essen, Sir. Ich kämpfe gerade gegen 38 Mimics auf einmal. Wie die rumschreien. Oh no, hier kommen noch mehr. Die sind gerade zurückgekehrt, so wie es aussieht. Jo. Ah, da ist der Mega Mimic. Hier, wir haben jetzt die erste Schlüssel, nice. Das haben wir. Wie lange braucht ihr noch, bis wir fertig sind? Boah. Oh. 5 Minuten. Also das könnte man eigentlich recht schnell durchschaffen. Das könnten wir eigentlich relativ, also wir könnten es theoretisch in 20 Minuten. Oder so. Also ersten haben wir. Den Arthur ist da oben. Wir müssen noch Ätherkristalle sammeln, ne? Da bin ich schon zur Qualle. Haben wir genug Kristalle schon oder nicht? Ich weiß es nicht. Also ich hab schon. Ich glaube ja, jetzt müsste reichen. Wenn ihr schon noch schon ein paar eingesammelt habt, ich glaube, dann sind das jetzt schon genug. In welchem Raum war der, habt ihr schon die Falle aufgehoben? Ja, habe ich auch. Oh scheiße, ich habe kein Äffchen. Kein Äffchen? Ja, für meine Ray-K-Strategie halt. Okay. Oh mein. Ah, hier ist die Qualle. Da haben sich Leute beschwert, dass ich die ganze Zeit die Falle nicht gefunden habe. Stepbro und Schmutzbox sind Insider von mir, ja. Zwei Ethereum-Kristalle fehlen. Okay, zwei fehlen noch. Ich habe bis jetzt keinen gefunden. Gehen wir nach oben, vielleicht finden wir da noch was. Daumen, was geht, mein Jung? Wir könnten jetzt eigentlich echt. Haben wir noch Kristalle? Sind gar keine. Einer fehlt. Oh mein Gott. Vor allem finde ich gar nicht das Kristalldings, wo das ist. Ich hab. Achso. Okay, perfekt. Affe habe ich jetzt gespottet. Wenn ihr die Falle habt, bin ich so der gute Affenfänger. Du kannst dann das mit dem Kristall machen. Jo, mach ich. Da. Kannst du mir markieren, wo da. Hier ist die Qualle bei mir. Ich kann einen nochmal den Kollegen markieren bei Eberson. Es ist halt Outbreak. Das ist jetzt keine neue Map, aber halt ein neuer Bereich quasi.
nicht Step Bro. Oh, schiebt er das Ding rein. Oh, der will das nicht aufnehmen. Das dauert noch immer, bis man das. Wer mag denn keine Banane? Ah, das Ding ist da. Oh, immer noch nicht. Wer dürfte ich die bitte aufnehmen? Warum braucht das so lange? Jo, haben einen Schlüssel, nur noch die Qualle fehlt. Nice. Ich hab Qualle, wo ist Qualle? Hier. Bei Lila. Wo bin ich? Du musst da einfach F-Spam die ganze Zeit, während du da durchgesogen wirst, weil wenn du das nicht machst, dann. Ja, da hängt halt so ein anderer Soldat drin. Da kurz danach kannst du das, glaube ich, aufnehmen. Boah, wo laufe ich hier lang, ey? Bin ich hier richtig? Ja. Ich komme, Freunde, ich komme. Und dann die ganze Zeit, also eh, also. Ja, und auch interagieren. Also jetzt. Soll ich erstmal hier. Erstmal das Teil aktivieren und dann wirst du rein. Nee, du musst, glaube ich, hier hochkommen. Komm mal hier hoch, die Treppe. Okay. Treppen hoch und dich daneben hinstellen, so dass du ja. Genau, hier so hin. Markiere Wegpunkt. Hier an die Ecke. Und jetzt aktivier. Dann macht das einmal Geräusch und dann wirst du da reingesogen. Ist noch nichts passiert. Sonst geh mal hier rüber, über die Kante. Normal, vielleicht, dass dieser Balken nicht so weit im Weg ist. Also ein bisschen weiter noch rüber. Genau, jetzt versuch mal weiter. Kannst du jetzt aktivieren? Und jetzt muss ich ganz Ja, jetzt schwebst du. Ah, jetzt wirst du reingesogen. Oder halt, sobald du da drin bist, die ganze Zeit E drücken. Okay. Hä? Die Qualle. Oh mein Gott. So geht schon die ganze Zeit. Ja, du, wenn du da durch den Soldaten durch bist, dann bla bla bla, Schlüssel wurde aufgehoben. Also, wo seid ihr denn? Bei D? Hä? Passen Alex, willst du dann irgendwie zu B und ich zu A gehen, dass wir das Teil dann schon aktivieren können? Ja, oder? Klar, machen wir schon mal. Ah, hab ich den? Ja, hast du. Ich meine, eine richtige Zweitwaffe. Ich habe noch eine ungepunchte Krieg dabei. Ich glaube, ich punch die gleich einfach triple. Nice. Muss man E drücken? Bei mir stand das ja gar nicht. Ja, ja, das wird auch nicht angezeigt. So hast du einfach random gemacht. Ich bin jetzt bei B. Also, wenn wir das, schon mal. Wenn wir das falsch machen, dann ist das 30 Sekunden Cooldown oder so. Durch die Qualle. Qualle ist verstörend, oder? Seid ihr bei eurem Teil da, bei D? Komm mal. Bei B. Ich brauche noch einen Punchen. Ja, dann bleib du mal hier. Dann gehe ich da zu D hin. Okay, nochmal geht nicht. Jo, Locke, ich hab das angenommen. Ich bin jetzt bei. Ich kann irgendwas. Bei A. Ich bin bei D. Ja, D war immer noch die richtige Reihenfolge, oder? Das ist immer anders, glaube ich. Komplett random irgendwie. Ich bin sofort hier bei D. Ich aktiviere mal D. Ja, macht mal einer. Nee, meiner war falsch. Dann fange ich mit A an. Ja, das dauert einen Moment immer. Also 30 Sekunden Cooldown. Nice, gönn dir, Rubitank. Oh mein Gott. Oh, hier ist richtig Zepro angesagt. Holy moly. Boah, jetzt ist aber hier richtig viel los auf einmal. Ich drücke. Ah, ne, geht irgendwie nicht. Ja, dauert noch ein bisschen. Ich glaube, Minute oder sowas sogar. 30 Sekunden, Minute irgendwie so um den Dreh. Ungefähr. Wenn abgebrochen. Ja, wenn das. Oder wenn fehlerhaft ist. Sehr okay, fehlerhaft. Okay. So, jetzt aber. Komm, schieb rein. Ah, ich habe keine Muni im Elektrobolzen. Das ist ja ein Idiot. Oh, hab ich auch ein bisschen Muni für mich? Oh, da ist bei mir ein Outbreak. Freu dich, Benny. Der macht Spaß. Also ich kann hier, glaube ich, nichts drücken. Könnt ihr was drücken? Ja, jetzt wieder. Ja. Soll ich machen oder willst du? Ich mache. Mach mal B. Ich hab. A geht nicht. Oder nee, ja, dann B. Ja, oder ich mach dann gleich. Nee, ich hab A gedrückt. Ja, B fehlt nur noch. Ja, dann das mach ich dann gleich. Alex. Ja, dann mach du nachher Webe. Und dann mach ich. Boah, langsam wird meine Muni aber auch ein bisschen knapp. Also ich renne hier die ganze Zeit im Kreis rum einfach und töte gar keine Zombies. Okay, ja, meine Muni wird auch. Ich will dann nochmal versuchen, auf 30k zu kommen, dass ich meinen Krieg nochmal triple punchen kann. Oder auf dritter Stufe zumindest. Nicht zum Glück nochmal alle drei punchen. Oh, BS, das ist nicht gut.
Warum hast du denn eine wieder angefangen zu rauchen? Insta-Kill. So, jetzt habe ich hier gerade absolute Entspannung. So, aktiviert. Mach du mal, Herr Mebersan. Okay, ich mache. Das ist meins. Ja, also Alex, meins, deins. Also DBA? D ist am zweiten. Alex. BDA. Nicht DBA. Also Alex als erstes, dann ich. Was dann hat du. Alex denn? B? Ja. Alex ist D. Okay. Also ich. Boah, hier ist ja direkt Tabula Rasa, ey. Hier ist Tabula Rasa. Danke für den Follow, Felix. Was geht? Es greift mich hier. Gestern 400 Follower dazugekommen. Gestern waren es, glaube ich, 150 oder so. Das ist schon crazy. Oder fast 200. Alles klar, Eagle. Dann viel Spaß weiterhin im Stream. Krankes Leben, Digga. Also, dafür Zeit hast. Wir müssen auch direkt nach oben rushen. Und wir haben. Ja, wir haben noch Zeit. Wir sind auch gut in der Zeit, Freunde. Jetzt kann man wieder aktivieren. Übrigens, IP-Log gibt es. Eagle, ich leite das gerne weiter. On Twitch. Alex, hast du deins aktiviert? Yes. Ich hab meins. Und jetzt ich noch? Ja, Startsequenz eingeleitet. Alle bereit, alle Alarm. Alarm! Alarm! Ich will das hören. Oder wo ja, hier in Mitte müssen wir. Alarm! Ja, das ist wirklich ey, dein Spruch, ey, Alarm. Ja, und wie das ja, für sie manche haben zu viel Freizeit. Aber wenn ihr irgendwann ihren Traum von Hartz IV so verwirklichen möchten, ist auch okay. Jeder kann seine Träume leben. Let's go, Freunde, let's go. Dauert noch einen Moment. Twitch lockt IPs. Kannst du unter Hate Speech packen. Wird halt zur Anzeige gebracht. Juckt mich ab sofort nicht mehr. Ich mach mir lieber mein Konto voll mit Anzeigengeld als mit YouTube Money. Ist viel witziger. Ich will irgendwann so ein Video machen, wo ich mein Setup zeige, was ich so rein durch Anzeigengelder bekommen habe. Das ist bestimmt witzig. So, let's go, Boys! Hype in die Chat! Ich treffe ihn, glaube ich, gar nicht. Oder? Kann man schon Schaden machen? Ja. Ich kann ihn, glaube ich, gar keinen Schaden machen mit der Waffe. Ja, auch gut. Nice. Oh mein Gott, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Was denn? Ich habe eine Waffe gar nicht upgegradet. Das Haus hat sich von alleine, das wäre es, ja. Also ja, Leute, 50% davon sind so durch eigene Arbeit und 50% durch die Arbeit von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung, sich nicht mit Gesetzen auskennen. Ich bin so ein Bock. Das gibt's doch nicht, wie kann man so doof sein? Yo. Ich kann Feuerring machen? Ja, mach mal. Unten links das Teil. Ich krieg keinen Schaden mit der Wunderwaffe. Oh mein Gott. Ne, haben wir gefailt. Na, noch können wir ein bisschen Schaden machen. Man kann immer noch Schaden machen. Aber unten links merken. Unten links, den unteren immer nehmen. Na, stimmt anders wie, ja. Mach die Rake, hey. Die Rake macht ein bisschen mehr. Wie viel Damage macht ihr? 840. Okay. So. Der ist hier. Immerhin mach ich noch 840, 600 auf einmal. Turn up, vielen Dank für den Follow. Nice. Der liegt wieder, hat jemand noch Ring? Nee. Und links. Der ist schon gut angehittet. Stark. Oh, oben rechts. Oh mein wir Gott. Brauchen nur einen immer. Achso, ja, dann haben wir den. Nice, ich bin Muni. Oh mein Gott. Nice! Komm schon. Den schaffen wir doch. Den legen wir den Atzen. Liegt der wieder? Nee, der ist hier. Oh oh. Macht der in der Mitte Elektrofeld? Noch nicht. Das merkst du, wenn du das in der Mitte machst.
Je näher du dran gehst, desto mehr Schaden machst du auch. Der ist hinter uns. Der liegt wieder, ja, oh mein Gott. Und links. Und links? Gibt's da was? Es gibt oben rechts. Oder links. Oben, oben rechts. Oben rechts? Oh mein Gott, ich hab kein Zettel. Komm, gönn. Alarm! Also oben rechts machen wir da. Oben rechts, oben rechts. Und immer noch gut in Zeit, Freunde. Immer noch gut in Zeit hier. Und in der Mitte kommt, glaube ich. Ich habe gleich wieder Feuerring. War sehr wichtig, Freunde. Oh mein Gott. Das sind drei verschiedene Kreise da. Bitte helft diese Bio. So, ich hab Feuerring wieder voll. Wo seid ihr, wo seid ihr? Wo ist der Große da? Jetzt mal schmeißt er, glaube ich, in der Mitte. Oh. Oder nicht? Oh, Moni. Küsst mich. Ich hab. Ich brauch Moni. Oha, Ruby Teng. Vielen Dank für dein Sub, Mann. Vielen Dank. Oh, und er liegt, er liegt, er liegt. Rechts. Oh mein Gott. Rechts, rechts. Jo, jawohl. Wir haben einen Heiß. Alter, vielen, vielen Dank, Mann. Vielen Dank. Let's go, Alter, let's go. Alles explodiert hier. Komm schon. Oh. Let's go, Mann. Haben wir. In Rekordzeit. Oh, ich glaube, das ist ein krasser Soldat gespawnt. Weil ich kann ihn wegmachen. Wo ist er? Mit Wunderwaffe. Junge Mimik, piss dich doch. Wo ist er? Wo ist er? Da hinten. Ich glaube. Oh, hier ist noch ein Self-Med. Das will ich hier dann. Oh, jetzt ist er außer raus aus der Mitte. Jetzt raus aus der Mitte. Jo, Armin, fast komplett down. Alter. Krass, Nies, am Ballern. Er ist wieder, glaube ich, in der oder? Mitte, glaube ich. Komm schon. Komm schon. Ich habe auch einen rasenden Wächter. Oh mein Gott. Oh, ich bin gleich down hier. Alarm. Jawohl. Komm ran. Kriegt er? Ich hab Rasen dann aktiviert. Ich hab Feuerdings, Feuerring hier. Komm, let's go, Alter. Jetzt zieht mich hier so ein. Wie viel schluckt das? Oh nee. Junge, zweimal hintereinander. Noch einmal, Alter, was? Ich hab zweimal dieser Drecksmängler, wie heißt der nochmal hier? Mimik rausgezogen, ne? Mimik. Vom Schaden her, nee. Ich glaube, die M16 ist einer der besten Waffen im Zombies tatsächlich. Einer der stärksten. Oh nein, Armin's down. Armin. Weiter drauf hier, weiter drauf. Noch Muni. Raus aus der Mitte. Oh, 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 oh. Keine Muni. Alter. Nice. Oh, oh. Er liegt. Unten. Oh, oben links, ja Mann, Alter, das hat noch einer gebraucht, sehr geil, ja Mann. Sehr schön. Nice. Geschafft, Leute, geschafft. Easter Egg geschafft. Abgeschlossen. Easy, easy. Gut. Schick die Raketen auf den Grund des Meeres. Man ist es natürlich so ein bisschen, ist der Zeitdruck da, weil du halt immer diesen Countdown siehst, aber eigentlich kann man sich da Zeit lassen, also muss es jetzt nicht so übertrieben stressen, das Finale tatsächlich. Wenn man weiß, wie es geht, geht's eigentlich ganz einfach. Und unter 2 Stunden. Ja. Das waren definitiv unter 2 Stunden. Ja, meine Aufnahme läuft jetzt auch nur 1:45. Und ich habe ein bisschen vor der Runde schon gestartet. Hätte gewonnen. Von allen Leuten, Raptor ist der größte MVP einfach, der einen immer abholt. Wirklich. Hey, Armin meinte, er hätte 6.900 Schaden mit Ambus gemacht. Okay, das ist schon ordentlich. Nur schmeckt. Das ist schon. Obwohl, wenn du bedenkst, ja, gut, ich habe auch 1700 pro Schuss gemacht. Ich habe nur 400 mit meinem M16 auf blau gemacht.
Das hat Bedenken, aber mit der Armbrust schießt natürlich deutlich langsamer auch. Ja. Also M16 auf voll gepuncht ist schon, hat schon einen guten Wumms, wenn du die Feuerrate dazu bedenkst. 700. Aber sehr schön, sehr schön. Nice, wir haben es geschafft. Easy, easy. Ich möchte es echt in meinem Morgen nochmal solo versuchen. Habe ich jetzt mal Bock drauf. Ich werde es, glaube ich, auch mal solo morgen versuchen. Der Profi, Digga, genau.